Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen, ganz speziellen Let's Play Stream quasi. Hallo liebe Live-Zuschauer und hallo liebe Zuschauer auf YouTube. Wir spielen heute auf jeden Fall mal eines der Spiele, die mich dieses Jahr am meisten beeindruckt haben. Das bleibt aber wahrscheinlich, ich muss kurz mein Mikrofon anders einstellen, irgendwas stimmt hier nicht. Something's wrong. Ah, Mist. Ich hab's schlimmer gemacht. Irgendwie steht mir der Popschutz heute so ins Gesicht. Ich weiß nicht, warum die Stange vom Popschutz heute so hoch ist. So, geht's Mikrofon noch? Ich glaube schon. Heute spielen wir eins der Spiele, die mich dieses Jahr am meisten beeindruckt haben, nämlich Inscription. Ups, Moment. Ich wollte sagen Inscription. Ich habe noch ein paar andere Spiele im Petto, die wir vielleicht auch noch spielen werden. Aber jetzt starten wir erstmal mit Inscription. Moment mal, was ist denn da los? Hier wird der falsche Bildschirm gecaptured. Na sowas. Inscription. Jetzt haben wir es. Puh. Jetzt würde ich nur gern wissen, ob wir Spielsound haben. Ob ihr Spielsound habt. Ich glaube nämlich, ehrlich gesagt, da muss ich noch mal kurz in die Einstellungen gucken. Und jetzt sollte es funktionieren. Wunderbar. Inscription. Ein sehr, sehr cooles, sehr, sehr interessantes, sehr spannendes Spiel, das mich dieses Jahr wirklich beeindruckt hat. Das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ist ziemlich clever und cool und weird und abwechslungsreich. Und ich habe mir gedacht, zum Ausklang für den letzten Stream des Jahres spielen wir das jetzt mal. Und vielleicht, wenn noch Zeit ist, aber das kann ich noch nicht versprechen, schauen wir danach noch in Valheim. Denn Valheim ist dieses eine Spiel, von dem alle dieses Jahr geredet haben, das ich nicht gespielt habe. Ich habe eigentlich einen Blick auf so gut wie alles geworfen, was irgendwie interessant sein könnte. Aber das nicht. Na gut, los geht's. Inscription. Wenn Devolver ist schon published, oder? Devolver ist schon ein Top-Publisher. Inscription. Moment. Wir wollen noch schnell was machen. Okay, jetzt bin ich bereit für Inscription. Zum Starten beliebige Taste drücken. Drück. So, das neue Spiel ist leider, das glitscht leider. Wir können kein neues Spiel starten. Dann müssen wir wohl das Spiel fortsetzen. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Eine weitere Herausforderin. Es ist ewig her. Vielleicht hast du vergessen, wie dieses Spiel gespielt wird. Erlaub mir, dein Gedächtnis aufzufrischen. Spiel die Eichhörnchenkarte. Jetzt spiel deine Hermelin-Karte aus. Hermeline kosten ein Blut. Opfer müssen gebracht werden. Ein ehrenwerter Tod. Spiel das Hermelin aus.
Wölfe erfordern zwei Opfer. Du hast nicht genug. Bestätige die Glocke, um deinen Zug zu beenden und den Kampf einzuleiten. Dein Hermelin ist ohne Gegner. Die Zahl unten links ist die Angriffskraft. 1. Dein Hermelin hat mir einen Schaden zugefügt. Ich habe ihn auf die Waage gelegt. Du gewinnst, wenn du meine Seite bis ganz nach unten bringst. Etwa so. Hallo, Mikorius, und danke fürs Abonnieren. 2 Monate. Du Lump. Was? Liebe geht raus. Dankeschön. Zurück. So. Ich bin dran. Ein Kojote spielt da. Dein Hermelin steht meinem Kojoten im Weg. Mein Kater kratzt gerade auf seinem Kratzbrett da drüben, falls ihr euch wundert, falls es laut wird. Snakey, dankeschön fürs Abonnieren. Freut mich. Und hi Retro Gamer, willkommen. Also, dein Hermelin steht meinem Kojoten im Weg. Mein Kojote hat deinem Hermelin 2 Schaden zugefügt. Das heißt, die Gesundheit deines Hermelins verringert sich um 2. Wenn die Gesundheit einer Kreatur auf 0 fällt, stirbt sie. Du bist wieder am Zug. Du kannst von deinem Stapel nachziehen oder ein Eichhörnchen ziehen. Ich zieh mal ein Eichhörnchen. Wie langweilig. Okay, dann spiele ich das Eichhörnchen. Und jetzt können wir, wenn ich das richtig verstanden habe, das Eichhörnchen und den Hermelin opfern. Oh, und der Hermelin hat mit uns geredet. Hi Katka, hallo. Willkommen zum Lurken. Und jetzt können wir den Wolf ausspielen. Und der wird jetzt den Kojoten mampfen. Weil du noch lernst, werde ich passen. Wieder die Entscheidung, eine zufällige Karte vom Stapel oder die Gewissheit eines Eichhörnchens. Diesmal ziehe ich die zufällige Karte. Eine Schnappschildkröte, die 2 Opfer erfordert. Bringt uns nichts. Drei Schaden zugefügt, 3 Gewicht für die Waage. Passe. Du hast diese Partie gewonnen. Es wird nicht immer so leicht sein. Lass mich deine Geschichte in Erinnerung rufen. Oh ja. Du hattest dich tief im Wald verirrt. Ein einzelner Pfad trat zutage. Dann gibt's wohl nur einen Weg, den wir gehen können. Zwei Bewohner des Waldes nähern sich dir zögernd. Die bissige Natter, der Schaden ihres Giftbisses ist immer tödlich. Die unverwüstliche Katze, wenn du das arme Tier opferst, stirbt es nicht. Nehmen wir mal die Katze mit, das unendliche Opfer. Eine weitere Kreatur schließt sich deiner Karawane an. Einige Kreaturen des Waldes wirkten bereit, dir zu folgen. Du fandest einen zurückgelassenen Rucksack. Ich hoffe, ihr hattet alles ein schönes Fest und entspannte Weihnachten mit euren Liebsten. Ja, wir waren leider nur zu zweit dieses Jahr. Wir haben uns ein bisschen zurückgehalten, was Verwandtenbesuche angeht. Leider, leider. Wirklich schade, aber trotzdem war es ganz schön. Und ja, auch so
war es bis jetzt ein chilliges Fest. Jetzt muss ich die Woche noch hardcore arbeiten und dann beginnt für mich erstmal Urlaub. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, wir fanden einen zurückgelassenen Rucksack. Und wie war es bei dir? Und bei euch allgemein im Chat? Du hast ein Eichhörnchen in einer Flasche gefunden. Im Notfall einfach zerbrechen. Unser Notfall-Eichhörnchen, sehr gut. Und nimm dir einen zweiten. Ein weiteres nützliches Werkzeug. Ich werde dir erlauben, damit etwas auf die Waage zu legen. Mehr als drei kannst du nicht tragen. Arbeiten warst du. Wo denn? Auch über die Feiertage? Du wurdest überfallen, als du unwegsame Gelände durchquerst. Du hast mich geopfert, während ich schlief. Das war die richtige Spielweise. Ich verstehe es. Vielleicht hilfst du mir ja. Mach deinen Zug. Spiel erst einmal mit. Okay, wir haben einen Verbündeten hier. Jetzt kannst du meine Züge vorzeitig sehen. Genau, hier sehen wir jetzt quasi, welche Karten in dem nächsten Zug erst nach vorne rücken. Wir wissen also schon, was er quasi spielen wird. Und wir haben einen Felsbrocken, der uns aktuell gegen sein Wolfsjunges verteidigt. Das ist ganz gut. Hi Rofra, willkommen! Schön, dass du mit dabei bist. So, gucken wir mal, was wir jetzt auch spielen. Ich würde sagen, wir spielen erstmal ein Eichhörnchen und eine Katze. Ach so, ja genau, wir müssen jetzt das Eichhörnchen opfern für die Katze. Aber dafür haben wir hier jetzt eine unsterbliche Katze. Und jetzt können wir die Katze opfern und dafür den Hermelin beschwören, den ich jetzt mal hier hinstelle, weil hier haben wir freies Feld. Auf geht's, sagt er. Okay, los geht's. Pass auf das eifrige Wolfsjunge auf, es altert schnell. Wir nehmen ein Eichhörnchen. Ich platziere das Eichhörnchen hier. Ich opfer das Eichhörnchen und die unsterbliche Katze und stelle eine Schildkröte hier auf. Die Schnappschildkröte, die super viel aushält, aber keinen Schaden macht. Bis die den Stumpf weg hat. Naja, gut, weiter geht's. Die Fledermaus fliegt über Kreaturen hinweg und greift direkt an. Als Krankenpfleger, das habe ich mir schon gedacht, dann ist zurzeit die Hölle los, das ist klar. Ein Wolf, das ist gut. Ich überlege. Ja, okay. Sorry, Hermelin, tut mir leid. Ich habe bisher echt noch nicht viele Karten in meinem Deck irgendwie. Zwei Wölfe, eine Schnappschildkröte und den Hermelin, ne? Aber das kriegen wir schon hin, hoffe ich. Du gewinnst die Oberhand und bereitest weiter und reistest weiter über das nunmehr blutbefleckte Gelände. Das kleine Wolfsjunge, es wächst nach einer einzigen Runde zu einem Wolf heran. Der bescheidene Sperling. Eine günstige, wenn auch schwache fliegende Kreatur. Ich glaube, ich nehme das Wolfsjunge mit. Du stießt auf ein paar seltsame Steine im Nebel. Du sahst dich veranlasst, ein würdiges Opfer zu wählen, eines, das für immer verloren wäre.
Ah ja, ich verstehe. Ich opfer das Wolfsjunge. Wähle mich, sagt er. Vielleicht mache ich das. Du hast deine Menagerie gemustert, um einen gesunden Wirt auszuwählen. Ich glaube, ich nehme wirklich ihn. Welche Ehre. Ein grausiges Spektakel, doch die Seele der Karte Wolfsjunges lebt jetzt in der Karte Hermelin. Sieh dir mein Totem an. Es überträgt das Siegel flugfähig auf meine hundeartigen Karten. Das ist natürlich gemein. Aber ich habe ein Eichhörnchen und eine Katze. Und ich glaube, ich mache mal eins von meinen Notfall-Eichhörnchen auf und beschwöre einen Wolf. Ich hätte die Katze nicht da platzieren sollen. Obwohl, bei Fliegenden ist es ja egal. Mein Totem hat meinem Kojoten die Gabe des Flugs gewährt. Oh, jetzt muss ich nur echt schnell viel Schaden raushauen am besten. Damit ich den Schaden, den er austeilt, ausgleichen kann. Ah, das ist ganz schön brenzlig. Ein Wolf. Das ist grundsätzlich gut. Notfall-Eichhörnchen, aktivieren. Huah. Okay, das ist sehr gut. Jetzt hau ich Schaden raus ohne Ende. Gut, gewonnen. Beeindruckend. Vielleicht überstehst du diese Tortur ja doch. Klopf auf Holz. Das geschmähte Stinktier, sein Gestank verringert die Stärke des Gegners. Was denn genau Gestank? Die Kreatur, die sich eine Karte mit diesem Siegel entgegenstellt, verliert 1 Kraft. Okay, ich verstehe. Ein normaler Wolf und eine Katze. Ich nehme noch eine Katze. Du trafst auf eine kleine Gruppe von Überlebenden. Mit vom Hunger ausgezehrten Gesichtern drängen sie sich um ein Lagerfeuer. Sie blicken zu deiner Kreaturenschar und was steht da? Und winkten dich herbei, genau. Komm. Wärme eine deiner Kreaturen am Feuer, sagte einer. Wärme sie am Feuer, das wird ihre Kraft steigern, sagt eine andere. Dir fiel auf, wie sich einer der Überlebenden Sabber vom Mund wischte. Sagte Hermelin, ja, ich auch. Ich bin auch skeptisch, aber ich wähle dich. Das wärmende Feuer steigert die Kraft der Karte Hermelin. Einer der Überlebenden streckt die Hand nach der Kreatur aus. Jemand anders knirscht mit den Zähnen. Ohne ein weiteres Wort zogst du deine Kreatur vom Feuer weg und gingst fort.
Es ist völlig verrückt. Er ist völlig verrückt, das siehst du ja, oder? Kümmert sich nicht um die Regeln. Wirklich erbärmlich genug. Er hält mich nur, um mich leiden zu sehen. Er behält ihn, glaube ich, nur, um ihn leiden zu sehen. Na gut. Also, ich beschwöre eine Katze. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich könnte jetzt hier zwei Katzen beschwören, aber dann kann ich sonst nichts beschwören. Dann mache ich es jetzt mal so. Zurück aufs Brett. Und wir haben ja vorher den Wolfswelpen fusioniert mit unserem Hermelin. Das heißt, nach einer Runde dürfte der sich jetzt in was Stärkeres entwickeln. Oh, der Grizzly. Ein Grizzly. Ah, er ist ein bisschen stärker geworden. Okay. Ein Grizzly ist gefährlich. Ich glaube, jetzt verlieren wir. Ich glaube nicht, dass wir hier noch eine Chance haben, lebend rauszukommen. Ja, ich glaube, jetzt verlieren wir wirklich. Cheater. Oh Mann. Hier soll man verlieren. Ich habe schon geplant, wie wir das Ruder noch rumreißen könnten. Aber wisst ihr was? Ich benutze jetzt die Zange, damit ihr die mal noch seht. Die Zange ist ziemlich, ziemlich mies. Aber hilfreich. Achtung. Ein wohlverdienter Punkt Schaden. Ich hätte nicht gedacht, dass du das wirklich tun würdest. Aber der hat ihn jetzt auf seine Seite gelegt. Der Cheater. Unglaublich. Normalerweise gehört der auf meine Seite. Ich kann quasi hier wirklich nicht gewinnen, egal was ich mache. Tja, und jetzt kann ich noch ein einsames Eichhörnchen gegen die Armee von Grizzlybären in den Kampf schicken. Du hast verloren. Lerne daraus. Vielleicht kannst du nur so meine Enttäuschung in Grenzen halten. Steh auf. Verlass den Tisch. Hol mir den Kerzenleuchter vom Fass neben der Tür. Ich weiß nicht, was das für ein Globus ist, aber unser Planet ist das hier nicht. Bring ihn her. Na gut. Jetzt setz dich wieder. Lass mich dir etwas erklären. Das war einer der beiden Fehler, die du hier machen kannst. Wenn du einen weiteren begehst, muss ich dich opfern. Also, wo waren wir? Na, wunderbar. Und ich habe meine Zange verschwendet. Das störrische Stachelschwein. Spitze Stacheln erwarten alle, die einen Angriff auf es wagen. Der ungeheure Grizzly. Seine Gestalt verrät genug über seine Effizienz. Und die Natter. Ich nehme den Grizzly. Der braucht zwar drei Opfer. Drei. Aber ich glaube, das lohnt sich ganz schön. Hi, Arista Deathbird, wie geht's? Ja, es ist ziemlich gruselig heute geworden. Ich wollte nämlich eins der Spiele spielen, die mir dieses Jahr am besten gefallen haben. So zum Ausklang im letzten Stream für dieses Jahr. Und das ist eben hier Inscription. Und ich habe mir gedacht, wenn das Spiel schon so eine Stimmung hat, dann passe ich mich da mal ein bisschen an. Also, nehmen wir den Grizzly mit.
Ein dicker Brocken kann gegen harte Brocken von Nutzen sein. Dankeschön fürs Abonnieren, Arrested Deathbird. Puch, fällt wieder. Wow, da glitscht das Glas ganz schön. Mir ist übrigens aufgefallen, dass jetzt auf dem neuen Rechner das Glas überhaupt nicht mehr so langsam wird. Wenn da viele Bröckchen reinfallen. Finde ich super lustig. Ein dicker Brocken kann gegen harte Brocken von Nutzen sein, sagt er. Gut. Hier. Ah, ihre Opferung bringt dir 3 Blut ein. Da hilft auch kein Meckern. Und die Zange. Wähle eine. Oh Gott, ich dachte, ich krieg alle 3. Ich nehme die Ziege, weil mit der Ziege kann ich den Grizzly beschwören im Notfall. Ein hiermit erzeugter Windstoß kann deine Kreatur in die Lüfte erheben, wenn auch nur für eine Runde. Wenn du es für nötig hältst, kannst du damit eine meiner Karten zerschneiden. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Schere. Und dann nehme ich noch eine Zange mit. Da du mit 3 Gegenständen schon schwer genug bepackt warst, zogst du weiter. So, erster Boss. Jetzt wird's ernst. Die Bäume schienen näher an dich heranzurücken, als ein frostiger Nebel niederwallte. In der Ferne... Oh, wartet mal kurz. Wartet mal ganz kurz. Ich sehe gerade, dass ihr im Stream... Ich mach mal oben die Spendenleiste kurz aus, oder? Ihr seht im Stream die Untertitel, die in dem Spiel die Obertitel sind, sonst gar nicht. Könnt nicht mitlesen. So ist, glaube ich, besser. Hi, Landsquid Birdrider Sister. Wie geht's? So. In der Ferne konntest du das Klirren von Metall auf Stein vernehmen. Eine gebeugte Gestalt stand dir im Weg. Jena. Es war der Goldsucher. Er macht wieder einen auf Goldsuche. Leichter Boss. Das Muli ist der Schlüssel, sagt er. Und wir haben hier ein Muli auf dem Feld. Okay. Okay, dann schauen wir mal. Dann spiele ich jetzt das Eichhörnchen. Und ruf den Hermelin an die Stelle des Eichhörnchens. Bist du sicher an die Stelle? Ja, du hast doch gesagt, der Packmuli ist der Schlüssel. Und du bist mein Schlüssel. Und somit beende ich meinen Zug. Wir müssen nur an das Herz der Karten glauben. Dann kann uns der Goldsucher nichts anhaben. Ah, das ist jetzt ein bisschen verzwickt hier. Ich bin mir nicht sicher, was ich mache. Ich glaube... Ich nutze meine Schere und zerschneide seinen Kojoten. Okay. Gut, 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 gut. Der Grizzly. Sehr gut. Dann hole ich die schwarze Ziege. Und spiele den Grizzly. Und der Muli ist besiegt. Und wir kriegen ganz viel Karten. Verflixt, mein Maultier! Okay. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt noch großartig machen soll. Ich glaube, ich habe gewonnen, oder? Ich glaube, ich spiele jetzt... Ah, nee, warte mal.
Ich glaube, ich spiele das Stachelschwein. Was macht denn der Ochsenfrosch? Ah, der schützt vor Fliegenden. Na, das ist hier nicht notwendig. Ich glaube, ich nehme das Stachelschwein. Nee, doch. Okay. Hoffentlich hast du nicht geglaubt, es würde so leicht sein. Es ist Gold in diesen Karten. Gold! Ich bin auf Gold gestoßen. Na dann, und jetzt kann ich erstmal nichts machen. Das ist schon gemein, aber gut. Okay, ein Eichhörnchen. Dammit, ich dachte, ich habe noch ein Eichhörnchen. Shit, ich habe kein Eichhörnchen mehr. Was mache ich denn jetzt? Aha! Naja, doch. Nee, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache. Oh Gott. Ich kann jetzt eigentlich nur versuchen, den meisten Schaden abzuhalten. Und ein bisschen durchzuhalten, aber ich glaube, hier endet unser Weg. Okay, Eichhörnchen. Eichhörnchen wird geopfert für Katze. Und jetzt kann ich nichts mehr machen. Na, verflixt, wir sind in der Falle. Das war's, es ist vorbei. Mehr Gold für mich. Du bist noch nicht tot. Das ist nicht das Fegefeuer. Obwohl du es dafür halten magst. Bevor du von uns gehst, muss ich dich um einen Gefallen bitten. Ich hätte gern ein Andenken. Deine ganz persönliche Todeskarte. Hi, Gary on Fire. Sie sieht noch ziemlich schlicht aus, nicht wahr? Das werden wir gemeinsam beheben. Ich möchte, dass sie das perfekte Andenken an dich wird. Hier sind einige Karten aus deinem mittelmäßigen Deck. Wir können sie gut verwenden. Bitte wähl eine Karte, der ich die Kosten entnehme. Ah, natürlich präsentiert er mir jetzt hier zwei super teure Karten, aber gut, hier. Kosten in Höhe von 2 Blut durch die Karte Schnappschildkröte. Und eine weitere. Diesmal verwende ich Kraft und Gesundheit. Naja, können wir immer einen billigeren Chrisley aus meiner Todeskarte machen. 4 Kraft und 6 Gesundheit durch die Karte Grizzly. Und jetzt wähl eine Karte, von der wir die Siegel übernehmen. Ja, da habe ich jetzt die Wahl. Ein Siegel, viele Leben, durch die Karte Katze. Ich habe dich noch gar nicht nach deinem Namen gefragt.
Jetzt gibt es nur noch eine letzte Angelegenheit. Das Porträt. Bist du bereit? Du brauchst nicht zu lächeln. Es ist wieder soweit. Eine weitere Herausforderin. Vielleicht ist es an der Zeit. Vielleicht kannst du mit Knochen klarkommen. Das einfallsreiche Opossum kostet 2 Knochen. Du erhältst einen Knochen, wenn eine deiner Kreaturen stirbt, aus welchem Grund auch immer. Na, dann gucken wir mal. Ich spiele erstmal ein Eichhörnchen und dann den schlafenden Hermelin, den ich nicht der Klapperschlange gegenübersetze. Durch den Tod deiner Kreatur hast du einen Knochen erhalten. Du wirst ihn nicht verlieren, bis du ihn ausgibst oder der Kampf endet. So, jetzt muss ich leider den Hermelin wieder opfern. Während ich schlief? Schon wieder? Ja, sorry. Aber ich brauche die Knochen fürs Opossum. So. Ich befürchte, die Schlange tötet jetzt unseren Wolf. Naja, keine Ahnung. Gewinne ich, wenn ich jetzt hier den Ochsenfrosch spiele? Ich glaube fest daran. Komm schon, das reicht, oder? Ja, perfekt. Puh, Glück gehabt. Na dann. Oh. Ich habe deine Statuette vergessen. Steh auf und hol sie mir. Sie ist neben dem Tresor. Oh, aha, guck mal hier. Mit Blut ins Regelbuch geschrieben. 273. Ups. Aha, ein Sperling und ein Eichhörnchen. Das muss ich mir merken. Wahrscheinlich muss ich so die Karten anordnen. Wie war jetzt die Kombination gleich nochmal? Hab von euch wer aufgepasst? Ich kann mich nicht mehr erinnern. 273. Okay. Die Stinkwanze. Oh, hallo! Ich war unsicher, ob ich je aus dieser Eisengruft entkommen würde. Ist das Hermelin in der Nähe? Der verkrüppelte Wolf? Dieser Wahnsinn muss enden. Leg das weg. Ich nehm's mal mit. Und den Schlüssel nehmen wir auch mit. Der Schlüssel ist nämlich wahrscheinlich für diese Kommode hier. Ich mach gar nichts. Guck mich nicht so an. Weiß gar nicht, was er will. Ich verstehe. Ah, warte mal. Der Skink. Mir war gar nicht mehr bewusst, dass ich ihn dorthin getan hatte. Gut, du kannst ihn in dein Deck aufnehmen. Und ich biete dir ab und zu einen an. Okay, und jetzt hier nochmal dasselbe.
Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Ah, ich glaube, jetzt verstehe ich's. Aber wartet mal. Hä? Nö. Ich weiß überhaupt nicht, wie der Zähler funktioniert. 5, 0, 0 von 5. Jetzt habe ich 1 von 5. Und jetzt müsste ich 4 haben. Habe ich aber nicht. Und ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe die Rätsel nicht. Habe ich nie verstanden. Ich habe es ja schon mal gespielt. Ich habe das einfach nur durch rumprobieren, weil ich die Logik dahinter echt nicht gecheckt habe. Aber macht ja nichts. Trial and Error geht auch. Wenn einer von euch weiß, wie das hier eigentlich funktionieren soll, dürft ihr mir gern Bescheid sagen. Ich habe keine Ahnung. Drei, okay. Wir kommen der Sache näher, Mist. Warum drei? Warum drei hier an der Stelle? Warum drei? Hier eins, da eins, da eins. Das wird Sinn machen. Aber warum sind es so nur zwei? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ha, naja, gelöst. Tada! Beeindruckende Kreaturen, diese Ameisen. Nun gut, ich werde sie deinem Deck hinzufügen und sie zukünftigen Herausforderungen verfügbar machen. Herausforderinnen, genau. Ah ja, und noch zwei. Ah, es tut mir echt leid, Leute, aber an denen musste ich so lange rumprobieren, weil ich wirklich nicht verstehe, wie die funktionieren. Aber ich gebe mein Bestes, dass wir das hier einigermaßen zügig lösen. Ah, perfekt. Naja, dann guckt. Der eingesperrte Wolf. Merkwürdig. Okay. Eins haben wir noch. Ich verstehe irgendwie das Ganze nicht. Ich verstehe es eben leider auch nicht, was ich hier eigentlich mache. Ich weiß nur, dass mich dieser Kerl hier in seiner Hütte gefangen hält und mich dazu zwingt, mit ihm Karten zu spielen. Also ich habe das Spiel ja schon gespielt, sonst wäre es ja nicht eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr, ist eh ganz klar. Und das Coole an dem Spiel ist wirklich, dass das hier, was wir hier spielen, gerade mal an der Oberfläche kratzt von dem, was uns noch erwartet. Und die Story wird unglaublich komplex und wir erfahren sehr viel über dieses Wesen, das uns da gegenüber sitzt und mit uns dieses Spiel spielen will. Und warum es das will. Ich weiß nicht, ob wir da heute noch hinkommen. Und vielleicht will ich euch auch gar nicht spoilen. Vielleicht ist das was, das man selber spielen sollte. Weil das haut einem schon vom Hocker, was da noch passiert. Man hält es nicht für möglich. Ich kann ja ganz am Schluss von dem Video oder vom Stream so einen kleinen Spoiler-Part machen. Da rede ich ein bisschen über das, was noch kommt im Spiel. Ich warne euch aber vorher. Und bis dahin werde ich nichts verraten und versuchen, hier irgendwie diese Rätsel zu lösen. Ich verstehe es leider wirklich halt einfach nicht. Weil warum wird jetzt da zwei angezeigt? Von den Dingern, die hier liegen, müsste ich eigentlich mindestens drei Schaden machen. Ich mache aber keine drei Schaden und ich verstehe nicht warum. Ah, okay. Wartet mal. Ich glaube, ich schaue schnell nach, weil sonst hängen wir hier ewig.
Ich schau einfach nach. Jetzt hat der Spielleiter in der ersten Runde schon so gecheatet, dann kann ich auch cheaten. Ich google kurz. Inscription. Wie heißen jetzt die Rätsel hier? Cupboard kann vielleicht. Cupboard Riddles. Schauen wir mal, ob wir da was finden. Nicht wirklich. Ich hab's gleich. Schauen wir mal kurz in den Cabin Puzzle Guide. Scroll mal dahin, wo wir müssen hin. Die Uhr. Ah, hier. Draw. Die Draw Solutions, die brauche ich, genau. Okay, schauen wir mal. Die Attack Row sollte so aussehen. Nothing. 1-1. 1-1. 3-2. Naja, gut. Die Defense-Reihe sollte so aussehen. 1, 2, nichts. 1, 2, nichts. Warum funktioniert das jetzt? Verstehe ich nicht. Nee, ich verstehe hinten und vorne nicht, wie diese Rätsel hier funktionieren. Habe ich nie verstanden. Habe ich schon beim ersten Mal nur durch Rumprobieren geschafft. Ist egal. Hier haben wir einen geschnitzten Eichhörnchenkopf. Ohne dass du ihr begegnet bist, ist diese Holzschnitzerei bedeutungslos. Mit der Zeit wirst du ihre Kraft begreifen. Na gut. Ah, okay. Also Eichhörnchen ganz links, Sperling ganz rechts. Die Konstellation müssen wir machen, aber jetzt nehmen wir unsere Figur erstmal und spielen das Spiel hier weiter. Lass uns weitermachen. Okay, ready. Der dürre Kojote. Aber was kannst du für nur vier Knochen erwarten? Die schändliche Klapperschlange, eine verletzliche Kreatur, wenn man an ihre gewaltigen Fangzähnen vorbeikommt. Die unausrottbare Kakerlake, sie kehrt auf deine Hand zurück, wenn sie stirbt. Und das finde ich gut, ich glaube, wir nehmen die Kakerlake. Weißt du kannst gern wieder aufstehen, damit dein Blut zirkuliert. Nee, muss ich gar nicht gerade. Du wieder? So ist es. Unser Freund hat mich befreit. Nun, im Grunde habe ich gesagt, was zu tun ist. Hast du einen Plan? Wir haben hier noch einen Freund. Das kann ich dein. Ich würde ihn nicht als Freund bezeichnen. Aber ich schätze, diesmal stecken wir tief drin. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn auf dem Feld? Eine große Tanne und zwei Kojoten kommen auf uns zu, die zwei Schaden machen. Okay. Der Hermelin ist stark genug, dass er den Schaden einstecken kann. In Ordnung, sagt er. Gut.
Und jetzt spiele ich hier noch eine Ameise. Und die Stinkwanze zurück im Spiel, sagt er. Genau. Wie brutal von dir. Du hast mir mehr Schaden zugefügt, als du zum Gewinnen brauchtest. In meinem Spiel werden solche Leistungen jedoch belohnt. Um genau zu sein, für jeden überschüssigen Punktschaden erhältst du einen Zahn. Der Fallensteller könnte an deiner Beute interessiert sein. Wenn du möchtest, kannst du jetzt aufstehen. Dann habe ich Zeit zum Planen. Der will mich zum Aufstehen bringen, ne? Ich stehe mal auf. Ich bin kein Tyrann. Du kannst aufstehen, immer wenn die Landkarte ausgerollt ist. Dann habe ich Zeit, unsere nächste Begegnung zu planen. Aber lass die Finger von meinem Eigentum. Haha. Na, ich glaube, ich kann jetzt eh nicht viel machen hier. Was ich jetzt machen müsste, ist ein Eichhörnchen und einen Sperling aufs Feld zu kriegen. Alles andere geht jetzt noch nicht. Na gut, weiter geht's. Oh, guck mal, Sepuluni, unsere erste Karte, unser erstes Opfer, der erste, der gestorben ist, ich, ist als Karte hier. Oh, eine gute Karte. Der hinterhältige Rabe, ein Schandfleck der Lüfte. Raben sind voll super. Der wachsame Ochsenfrosch. Er springt fliegenden Angriffen in den Weg. Ich nehme natürlich Sepuluni. Es wird wieder Zeit für ein Opfer. Was macht denn der Stinkkäfer eigentlich? Verliert eine Kraft. Wer dem gegenübersteht, verliert eine Kraft. Und was macht der Gecko? Wenn eine Karte mit diesem Ziegel getroffen wurde, entsteht stattdessen ein Schwanz und eine Karte mit demselben Siegel bewegt sich nach rechts. Ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich opfer oder... Oder die unsterbliche Kakerlake. Nee, ich glaube, ich opfer Skink. Wunderbar, ich werde gehen. Der eingesperrte Wolf. Vielleicht sollte ich die Karte mal kaputt gehen lassen, oder? Damit der Käfig aufbricht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Na gut, Hermelin, von mir aus, wenn du gehen willst, dann geh. Ja, also gut. Jetzt kann der Hermelin seinen Schwanz abwerfen. Oh-oh. So merkwürdig. Warum kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern? Ich glaube, ich habe einen Teil meines Gedächtnisses verloren. Durch den Blitz. Okay, ich spiele ein Eichhörnchen und ich spiele eine Ameise. Fertig. Und ich brauche das Notfall-Eichhörnchen, weil jetzt spiele ich zwei Eichhörnchen und jetzt spiele ich die Ameisenkönigin.
Kraft durch Überzahl, das Motto der Ameisen. Und mit den Knochen, die ich habe, beschwöre ich jetzt meine Stinkwanze, die ich jetzt aber leider für eine Ameise opfern muss. Und jetzt habe ich die Ameisenkönigin und zwei Ameisen auf dem Feld. Dadurch haben alle eine Stärke von 3. Das ist wie Yu-Gi-Oh! Das Spiel. Okay, los. Yeah, meine Ameisenarmee hat kurz einen Prozess gemacht. Sehr gut. Jetzt musst du eine andere Art von Entscheidung treffen. Wähle nicht eine bestimmte Bestie, sondern such dir die Kosten aus, die du bezahlen willst. Oh, nehme ich eine sehr billige Karte oder eine sehr teure? Oder so dazwischen? Lass mich mal überlegen, was habe ich denn in meinem Deck? Kann ich da irgendwie reinschauen jetzt? Ah ja. Ich könnte schon eine sehr teure Karte nehmen eigentlich. Nehmen wir eine 3-Blut-Karte. Der Grizzly, das habe ich mir gedacht. Was hast du erwartet? Nix, den Grizzly. Passt. Hallo, Bad Wolf, wie geht's? So, wen opfern wir? Ich glaube, ich opfer wirklich die Kakerlake und mache dafür irgendeine andere Karte von mir unsterblich. Und zwar die Ameise. Das mache ich. Dann kommt die Ameise, wenn sie stirbt, immer wieder auf meine Hand zurück. Ich spezialisiere mich jetzt voll auf Ameisen. Ich mache ein Ameisen-Super-Mörder-Deck. Und nochmal ein Totemkampf. So. Erst einmal. Ich habe neu angefangen und bin bis jetzt nur quasi den Tutorial Run gestorben. Sonst noch nicht. Eichhörnchen. Opfern wir für die Ameise. Das könnte brenzlig werden, die Runde, ehrlich gesagt. Hallo, Kater. Wäre nett, wenn du nicht das Mikrofonkabel rausziehst. Auch nicht meine Flasche umwirfst. Ah. Okay. Was mache ich jetzt? Ich muss jetzt echt gut überlegen. Ich könnte jetzt. Was mache ich denn? Der eingesperrte Wolf ist jetzt gerade ganz schlecht. Einfach. Ganz schlecht. Ich brauche ein Eichhörnchen. Es hilft eh nichts. Aber ich kann damit jetzt leider noch gar nichts anfangen. Es sei denn... Na, oh, das ist wirklich ganz schlecht. Ich muss mir, glaube ich, einfach mal 2 Zähne ziehen, damit ich mir ein bisschen Zeit verschaffe. Und jetzt werde ich leider die Ameise und das Eichhörnchen opfern für den eingesperrten Wolf. Der überhaupt keine fliegenden Figuren verteidigen kann. Ach, dammit. Das war nicht gut. Ah, das war auch nicht gut. Ich habe kein Glück, ey. Der Ochsenfrosch kann aus der Luft verteidigen. Aber ich kann den eingesperrten Wolf nicht opfern. Ah, dammit. Ich befürchte, dann sterben wir jetzt. Zumindest verlieren wir ein Leben. Schade. Ja, ich habe das Spiel schon durchgespielt, als es rauskam. Ich habe mich dazu entschlossen, das heute jetzt nochmal im Stream zu spielen, so als Jahresausklangspiel. So eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr im letzten Stream des Jahres. Wie enttäuschend. Ja, ich finde auch enttäuschend, aber gut, macht nichts. Kriegen wir schon hin. Luis, Wolf, der beständige Hirsch. Er bewegt sich nach dem Angriff. Ich glaube, ich nehme noch einen Wolf.
Heute treffen wir echt viele Opfersteine. Ich glaube, das mache ich. Der eingesperrte Wolf kann nur tanken, sonst nix. Soll er wenigstens auch in der Luft tanken können. Ja, ich will jetzt noch gar nichts spoilen über das Spiel, weil ich glaube, die meisten kennen es noch gar nicht. Ich habe schon gesagt, am Schluss, ganz am Ende, werden wir vielleicht so einen kleinen Spoiler-Part nochmal machen. Wo wir drüber reden, wie es weitergeht, weil ich werde sie heute nicht durchspielen können. Das unaufhörliche Klong, Klang, Klong hallt zwischen deinen Ohren wieder. Der Weg vor dir wurde von einer grotesken Gestalt versperrt. Es war der Goldsucher. Jiha! Das sind keine sehr guten Startkarten, die wir hier haben. Dammit, aber das kriegen wir schon hin. Cool bleiben. Cool bleiben. Okay, gut. So weit, so gut. Der Muli ist besiegt. Wir kriegen ein paar... Oh, der Mantis. Ja, super. Verflixt und zugenäht. Der Goldsucher schon wieder. So, der Mantis ist grundsätzlich eine gute Karte. Den kann man so gut auch verbessern, wenn man den früh im Spiel kriegt. Aber jetzt muss ich mal echt überlegen, was ich hier mache. Weil gerade sieht es nicht super gut aus, aber theoretisch können wir das noch auf jeden Fall rumreißen, glaube ich. Ich weiß nur nicht wie. Verdammt. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich noch rumreißen können, das Ruder. Wolf hat 2 HP. Ja, doof, aber ich kann nichts machen sonst. Okay, wir leben noch. Wir leben noch. Noch leben wir. Noch nicht tot. Immerhin. Und die Ameisenarmee wächst. Okay, wir haben das Ruder nochmal erfolgreich rumgerissen. Ich spiele jetzt auch gar keine Karte mehr, weil ich glaube, wir haben schon gewonnen. Dann bereite ich mich für die zweite Runde vor. Es ist Gold in diesen Karten! Ich bin auf Gold gestoßen. Na gut, okay. Das ist jetzt die Frage. Oh ja, ich könnte die Klapperschlange spielen. Wir haben genug Knochen. Ich glaube, das mache ich auch. Schlimmer Fehler, sagt er. Ich weiß ja nicht.
glaube, das passt schon. Na, ich lasse es jetzt mal die Runde so. Oder soll ich... Naja, so eine Ameise allein bringt auch nichts. Und der Mantis an der Stelle bringt auch nichts. Nee, es passt schon. Entschuldigung, Hermelin. Sorry. Ah, wir haben schon gewonnen. Da habe ich mir ganz umsonst Gedanken gemacht. Erlaub mir, deine Kerze wieder anzuzünden. Noch werde ich dich nicht töten. Du bist die erste seit einer ganzen Weile, die einen Boss besiegt. Zur Belohnung bekommst du Gelegenheit, dir eine seltene Karte auszusuchen. Wähle sorgfältig. Für diese Laune der Natur fehlen mir die Worte. Ich erkenne ehrlich gesagt gar nicht, was das sein soll. Der Langhirsch ist einfach nur eine lange Stange. Der Geck. Der unerquickliche Geck. Vielleicht kannst du einen Nutzen für ihn finden. Armes, verlassenes Kind. Es stirbt nicht, wenn es geopfert wird, aber bringst du es über das Herz, das zu versuchen? Ich denke schon, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich nehme das Kind 13, das ich immer wieder opfern kann. Während die Schläge mit der Spitzhacke des Goldsuchers dir noch in den Ohren dröhnen, setzt du deinen Weg fort. Der widerliche Gestank von Fäulnis und Schimmel lag in der feuchten Luft. Bei jedem Schritt, den du machst, huscht oder glitt etwas vor dir davon. Vorsichtig betratst du das Sumpfgebiet. Ich weiß nicht mehr genau, was das X da bedeutet. Ich glaube, da darf ich eine Karte aus meinem Deck werfen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und ich bin mir auch bei dem, doch bei dem weiß ich's. Ich gehe mal da lang. Die hatten wir noch nicht so oft, die Felder. Ich glaube, hier darf ich mir wieder, genau, ich glaube, ich brauche eine billige Karte. Kaninchenbau. Der spendable Kaninchenbau. Es bringt ein Kaninchen hervor, wenn er ausgespielt wird. Okay, okay. Du stießt auf ein paar vertraute Steine, doch etwas war anders. Du ahnst, dass das Schicksal der hierfür ausgewählten Kreatur unerfreulich sein würde. Keine Chance. Oh, Wen opfer ich denn da? Ich würde ja fast die Stinkwanze gern rausschmeißen aus meinem Deck, weil die stört mich, aber die kann ich nicht rausschmeißen. Die haben Gefühle. Grizzly, ich kann dich mit meinem aktuellen Deck nie beschwören, vergiss es. Der Grizzly kommt weg. Der ist viel zu teuer. Erbarmungslos tötest du die Karte, Grizzly. Doch der Knochenfürst war mit deinem Opfer zufrieden. Geringer Segen des Knochenfürsten. Du beginnst jeden Kampf mit einem zusätzlichen Knochen. Na, sehr gut. Du schüttelst die Grizzly-Eingeweide von dir ab und zogst weiter. Ich wollte es nicht, Grizzly. Eine Biene... Und ein Ochsenfrosch. Na, dann schauen wir mal. Ich glaube, ich
Spiel mal das Kind 13 und versteck es hinter dem Stumpf hier. Und muss dann leider meinen Zug erstmal beenden. Aber jetzt kommt der Wolf. Oh, ich habe das Kind 13 aufgeweckt. Ich wusste gar nicht, dass es das kann. Ohne Witz. Das ist ja cool. Was mache ich jetzt mit dem Wolf? Mache ich lieber Schaden oder töte ich die Kröte? Die Bienen machen nicht viel Schaden. Das wird schon passen. Töten wir erst die Kröte, den Ochsenfrosch. Dammit. Jetzt habe ich gerade echt hoch gepokert und habe verloren. Kater, bitte, hör doch auf. Was ist denn? Geh bitte vom Mikrofon weg. Jetzt habe ich hochgepokert und verloren. Das ist doof. Ah, was mache ich denn jetzt? Nix. Ich mache nix. Ich glaube, ich überlebe die Runde noch und dann schauen wir weiter. So, und jetzt kommt der eingesperrte Wolf mal hier als Tank. Komm schon. Ja, okay, eine Ameise nehme ich. Ist nicht optimal, aber passt schon. Aber so haben wir jetzt doch insgesamt relativ viel Kampfkraft auf dem Feld. Na, guck. Du gelangst zum tintenschwarzen Eingang einer Höhle. Eine seltsame Bestie lauert darin. Mit krächzender Stimme sprach sie: Bestehe eine meiner Prüfungen und ich gehöre dir. Drei Kreaturen werden von deinem Stapel gezogen. Sie entscheiden über deinen Erfolg oder dein Scheitern. Und sie fuhr fort. Doch zuerst wirst du eine Prüfung wählen. Die Prüfung der Gesundheit. Um zu bestehen, müssen die drei gezogenen Karten mindestens 6 Gesundheit haben. Die Prüfung der Knochen. Um zu bestehen, müssen die drei gezogenen Karten insgesamt mindestens 5 Knochen kosten. Die Prüfung der Kraft. Um zu bestehen, müssen die drei gezogenen Karten mindestens 4 Angriffskraft haben. Verzeihung, ich glaube, ich nehme die Angriffskraft. Wenn wir da einen Wolf ziehen, haben wir im Grunde schon gewonnen. Okay. Möge die Prüfung der Kraft beginnen. Ah, nein! Ah, oh, come on! Der Kaninchenbau. Im Ernst, im Ernst. Jede andere Karte. 0 von der Karte Kaninchenbau, 1 vom Opossum, 1 von Hermelin. Gescheitert, flüstert die Kreatur, als sie in der Schwärze verschwindet. Schade. Schade, schade. Holen wir uns mal ein paar Items für das, was uns bevorsteht. Oh, ein paar Knochenmarken. Ich glaube, die nehme ich. Dann nehmen wir uns noch ein Notfall-Eichhörnchen. Und ich glaube, noch ein Eichhörnchen. Wir können ziemlich viel beschwören, wenn wir genug Eichhörnchen haben. Für den Notfall 2 Eichhörnchen, das schadet sicher nicht. Es gibt einen Ausweg für uns beide. Er ist irgendwo in dieser widerlichen Hütte. Sei still oder ich reiße dich in Fetzen. Das ist gleich mal, der geht gleich mal ganz schön hier. Wow. Irre.
Ja, schauen wir mal. Naja, den Wolf hätte ich nicht gewollt. Tut mir leid, Hermelin. Aber dafür haben wir jetzt gewonnen, und zwar haushoch. Kaninchenbau. Die Schnappschildkröte, die zähe Schnappschildkröte, eine nahezu unüberwindbare Verteidigung. Carter, wirklich jetzt. Ich kann jetzt nicht. Bitte. Der unverletzliche Bienenstock. Wenn er angegriffen wird, ziehst du eine Biene. Ich weiß nicht recht. Ich glaube, ich nehme mal den Kaninchenbau. Ich nehme noch einen Kaninchenbau. Theoretisch, wenn ich den Kaninchenbau irgendwann mal ziehen würde, was noch nie passiert ist, mit Kind 13 zusammen, könnte ich eine unendlich riesige Armee von Kaninchen erschaffen. Das wäre vielleicht ganz gut. Ich habe zu viele Karten auf... Ah ja, genau. Dann gehen wir gleich da lang. Und dann opfere ich mal eine meiner vielen, vielen Karten. Und zwar den Kaninchenbau. Das ist gar keine blöde Idee. Moment, ich muss mir das nochmal genau durchlesen. Wenn eine Karte mit diesem Siegel ausgespielt wird, entsteht ein Kaninchen auf deiner Hand. Die Karte Kaninchen ist definiert durch 0 Kraft und 1 Gesundheit. Wenn die ausgespielt wird, ich spiele Kind 13 sehr häufig aus, dann kriegt Kind 13 die Fähigkeit, Kaninchen zu erschaffen. Hör mal, es gibt hier irgendwo eine dritte sprechende Karte. Ich persönlich hasse den Kerl. Größte Spaßbremse aller Zeiten. Aber er ist der einzige von uns mit einem Plan, um alles wieder in Normalzustand zu versetzen. Schönen Gruß, sagt der andere. Na dann. Ah, Spinne! Okay. Nee, Quatsch. Na, obwohl, es wird sogar Sinn machen, ne? Sorry. Aber wir müssen wieder unsere Ameisenarmee generieren. Okay, aktuell müsste ich nichts machen und wir würden schön langsam einfach gewinnen. Ja! Unterwegs wurdest du von einem Fallensteller aufgehalten, der seine Felle verkaufen wollte. Seine Erscheinung hatte etwas Unheimliches, doch seine Waren lenkten dich schnell ab. Magst du dir meine Felle ansehen? Nimm ein Fell kostenlos. Ich konnte mal einen gesamten Run nur mit Ameisen machen. In einem Run hatte ich mal den Mantis-Gott, glaube ich, heißt die Karte, oder? Oder so ähnlich auf jeden Fall. Habe ich mal voll geboostet mit ganz vielen Fähigkeiten und am Lagerfeuer gechillt und so weiter. Die war irre. Das war richtig cool. Wenn man so super Karten hat, das ist eben das Coole an so Roguelites, ne? Diese besonders starken Karten oder Teams, die man eben ab und zu mal zusammenkriegt und dann rockt man richtig durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich könnte mir, glaube ich, ein goldenes Fell leisten. Das kaufen wir. Du gehst schon? Bitte, sieh dir meine Felle an. Danke für das Geschäft.
Der Mann versichert dir, die Fälle seien von großem Wert. In einem Kampf scheinen sie nichts zu nützen. Aber er erwähnt die Händlerin ein Stück weiter auf dem Weg, werde dich dafür belohnen. Ich befürchte nur, dass die Händlerin jetzt nicht mehr kommt, bevor der Boss kommt, ne? Das ist ein bisschen doof, aber gut. Müssen wir nochmal zwei Karten fusionieren. Wie lange dauert ein Run? Das ist ganz unterschiedlich. Das kann sehr schnell vorbei sein. Kann aber, wenn man gut dabei ist, wenn es gut läuft. Ich kann es schwer einschätzen. Eine Stunde ist schon realistisch wahrscheinlich für einen guten Run. So, ein Kaninchen. Immer wenn ich die Ameisenkönigin spiele. Ich glaube, das macht zumindest sehr viel Sinn. Weil ich glaube, dann kann ich das Kaninchen sofort für eine Ameise opfern. Wenn ich mich recht entsinnere. Entzündere. Okay. Gemeinheit. Meine Bosskämpfe sind risikoreiche Prüfungen deines Geschicks. Mit einer einzigen Flamme wirst du sie entweder bewältigen oder sterben. Keine Angst, den Rauch darfst du behalten. Ein fauliger Geruch stieg dir in die Nase und schnürt dir die Kehle zusammen. An einem brackigen Teich, was auch immer brackig ist, saß ein ungeschlachteter... Was? Was steht denn da? Ein brackiger Teich? Ein ungeschlachteter Mann? Was? Die Füße im dunklen Wasser. Er zog einen Haken aus einem Haufen gammligen Fisch und er rappelte sich auf. Ich bin der Angler. Fischen gehen. Okay, los geht's. Rauch, du bist dran. Eichhörnchen, los geht's. Kind 13. Aufs Feld mit dir. Kaninchen, raus mit dir. Ameisenkönigin, du wirst gespielt. Kaninchen, los geht's. Ameise, los geht's. Noch eine Ameise. Super Ameisen-Power-Team. Das geht zumindest schon mal gut los. Na, das war mal eine sehr gute erste Runde. Mein Kind 13 und die Ameisenkönigin geben mir Hasenplan ist sehr gut aufgegangen. Aber jetzt beginnt die zweite Runde. Mal schauen, ob es da auch so gut läuft. Weil jetzt locke ich Haie an. Und die sind schon krass. Eichhörnchen. Opossum. Ameise. Na, das hat gut funktioniert. Wunderbar. Lass mich deine Kerzen wieder anzünden. Nun gut. Du darfst dir eine seltene Karte aussuchen. Die kluge Buschratte zweifelt nie an der Nützlichkeit eines guten, sortierten Vorrats. Eines gut sortierten Vorrats. Was macht der gleich nochmal? Wenn eine Karte mit diesem Siegel ausgespielt wird, erhältst du einen zufälligen Gegenstand. Ne, weiß ich nicht. Der Gek und Ouroboros. Die ewige Schlange. Der Tod stärkt sie. Für immer. Grundsätzlich ist das ja ganz schön und gut, aber die ist schon ein bisschen teuer auch, ne?
Da weiß ich es jetzt auch nicht recht. Wisst ihr was? Ich glaube, dann nehme ich ein. Was macht denn der Gag eigentlich? Der Gag ist einfach nur eine billige Karte, die man einfach so ausspielen kann, die trotzdem Stärke hat, die man auch opfern kann. Ich glaube, ich nehme den Gag. Genau das brauche ich in meinem Deck. Nicht noch mehr Karten, die noch teurer sind. Ich brauche Opferkarten. Du zogst einen der Fänge des Anglers als Mahlzeit in Betracht, doch der widerliche Gestank hielt dich davon ab. Das Abendessen würde warten müssen. Lass mich mal sehen. Ein eisiger Windstoß drang unerbeten in deine Lunge vor. Die Schönheit fallender Schneeflocken konnte dich nicht von der Kühle in deinen Knochen ablenken. Du warst zur Schneegrenze emporgestiegen. Na dann. Du kamst zu einem kleinen Außenposten im Wald, in dem eine geheimnisvolle Frau arbeitete. Es war die Händlerin, die der alte Fallensteller erwähnt hatte. Ihr Äußeres wirkte beunruhigend, doch ihr Angebot ließ deine Sorgen verfliegen. Macht es dir etwas aus, wenn ich mir mal deine Felle ansehe? Lass uns mit deinem Hasenfell anfangen. Hier, das kann ich dir anbieten. Was haben wir denn da? Ich könnte eine Kreatur brauchen, die Knochen verschlingt. Ich habe oft viele Knochen. Wie wär's denn vielleicht sogar hier mit den Leichenmaden? Wenn eine in deinem Besitz befindliche Kreatur im Kampf stirbt, wird eine Karte mit demselben Siegel von deiner Hand automatisch auf ihr Feld ausgespielt. Das macht nur Sinn, wenn ich mehr habe, oder? Nee, warte mal. Wenn eine in deinem Besitz befindliche Kreatur im Kampf stirbt, wird eine Karte mit diesem Siegel von deiner Hand automatisch auf das Feld gespielt. Ach, so ist das. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich da nicht einfach lieber den Kojoten nehme oder den Leitwolf. Ich habe auch noch zwei Wölfe im Team. Der Leitwolf zusammen mit den Wölfen ist auch nicht schlecht. Leichenmaden spielen sich automatisch aus, ne? Das ist schon auch gut. Der Rattenkönig ist sehr viel Knochen wert, wenn der stirbt. Aber ich brauche nicht noch mehr Knochen. Ich glaube, ich nehme die Leichenmaden. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung. Okay, ist das ein goldenes Fell? Überwältigend. Oh, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich lieber die Ziege genommen, die 3 Blut wert ist. Das ist natürlich sehr gut. Der Daus, Glockenspieler. Karte mit diesem Siegel ausgespielt wird, entsteht auf jedem angrenzenden leeren Feld eine Schelle. Die Karte Schelle ist definiert durch 0 Kraft und 1 Gesundheit. Kann ich die Schelle opfern? Und der Maulwurfsmann ist quasi, ich glaube, ich nehme den Maulwurfsmann. Der ist nämlich eine sehr gute defensive Karte. Der springt nämlich automatisch dahin, wo ich eigentlich Lebenspunkte Schaden kriegen würde und verteidigt mit seinen 6 HP. Das ist schon gut. Diese Fälle sind großartig. Besten Dank. Na dann. Nein! Ah, das war doof von mir. Ich habe überhaupt keinen Platz mehr für neue Items. Das war jetzt, ich war gerade in Gedanken. Du kannst nicht mehr als 3 Gegenstände haben. Du hast schon 3. Vielleicht nimmst du stattdessen dieses Geschenk von meinem Freund. Ja, warum nicht? Oder die Buschratte. Da habe ich vorher schon überlegt, die zu nehmen. Nehmen wir sie doch mit. War gar nicht so blöd jetzt im Nachhinein. Passt schon. Oh, ein Totemkampf. Und ich habe noch immer kein Totem. Wann kriegt man das denn? Das ist voll gemein. Aber da passt wenigstens meine Beleuchtung am besten bei einem Totemkampf. Eichhörnchen, ich wähle dich. Aber nur,
Damit ich dich für eine Ameise opfern kann. Ah, doof. Und dann kann ich jetzt noch das Opossum ausspielen dadurch. Okay. Der Maulwurfsmann. Ich glaube, jetzt wird's Zeit für Notfall-Eichhörnchen. Ich befürchte halt, der Maulwurfsmann überlebt hier auch nicht lang beim Tanken, ne? Lästiger Maulwurf. Aber zumindest eine Runde konnte mir Schaden ersparen. Dammit, dammit, dammit. Das ist aber alles nicht so gut hier gerade. Nicht sehr gut. Habe ich es versäumt, Overkill-Schaden zu erwähnen? Überschüssiger Schaden geht nicht verloren. Er überträgt sich auf die Karte hinter der geschundenen Leiche des Ziels. Zum Glück für dich. Ah! Naja, halb so schlimm. Es ist schon ziemlich blöd, weil jetzt beim Boss kriegen wir keinen Rauch. Und Rauch ist eine sehr gute Karte. Aber naja, kann man nichts machen. Der Fallensteller hat erlesene Fälle für uns. Ich will die leider ehrlich gesagt gar nicht und ich kann mir auch kein einziges mehr leisten. Bin dir sehr verbunden. Okay, jetzt könnte ich, das ist interessant, jetzt könnte ich nämlich die Leichenmaden opfern. Und eine andere, am besten sehr teure und gute Karte, die jetzt hier nicht zur Auswahl steht, verdammt nochmal, würde dann automatisch von meiner Hand gespielt werden. Naja, dann nehme ich Sepuluni. Oh, schon wieder mit der Strategie von vorher. Die war ziemlich mies. Und ich habe ein Kaninchenfell gezogen. Na, wunderbar. Ich meine, damit kann ich zumindest einmal Schaden tanken. Dammit. Ich hätte nicht damit gerechnet, das war jetzt echt saublöd, dass der Wolf auch Schaden kriegt. Ah nein, jetzt hätte ich Sepuluni hier, aber jetzt bringt mir das gar nichts mehr. Naja, hilft nichts. Dann ist der Run jetzt beendet. Nein! Leider ist es Zeit für dich. Ich hab's nicht fertig lesen können. Zu sterben. Der nächste Run wird super. Es ist ja bei dem Spiel auch wirklich so, man schaltet am Anfang von Run zu Run neue Funktionen frei, die einem das Spiel teilweise auch leichter machen, die alles auch komplexer und interessanter machen. Das heißt, am Anfang ist Sterben gar nicht schlimm, weil man weiß, beim nächsten Mal gibt's mehr. Mehr Möglichkeiten. Bleib hier, du brauchst dich nicht zu bewegen. Ich fürchte, du bist noch nicht tot. Halt still.
Wo habe ich denn meine Kamera hingelegt? Erbärmlich. Glaubst du wirklich, ich würde einen Film drin lassen? Hast du irgendeine Ahnung, wozu diese Kamera imstande ist? Her damit. Wir haben ein Andenken zu erstellen. Sieh mal deine Todeskarte. Sollen wir anfangen, sie zu gestalten? Wähle zuerst die Kosten. Yes! Diesmal haben wir Glück, das wird vielleicht eine sehr gute Todeskarte. Denn ich wähle jetzt den Gag. Das heißt, die Todeskarte, die wir hier erstellen, wird kostenlos. Kosten in Höhe von nichts durch die Karte Gag. Und eine weitere. Diesmal verwende ich Kraft und Gesundheit. Ah, schade, da hätten wir was Besseres kriegen können, aber gut, 2 Kraft, 2 Gesundheit ist okay. 2 Kraft, 2 Gesundheit durch die Karte Buschratte. Jetzt wähle eine Karte, von der wir die Siegel übernehmen. Ah, wie wär's denn mit unopferbar und gleichzeitig Kaninchen beschwörend? Dann kann ich die so oft, wie ich will, opfern und ich kriege ein Kaninchen dafür. Ich könnte die für eine Ameisendeck, aber dann ist sie schon sehr, sehr speziell. Ich mache lieber das da. Ein Siegel, viele Leben und ein Siegel Kaninchen-Nachwuchs durch die Karte Kind 13. Wir haben noch gar nicht nach deinem Namen gefragt. Wer will denn von euch? Machen wir euch zu Karten. Wer ist denn der Letzte im Chat gewesen? Mikorius. Du bist dran. Mikorius. Ups. Eine Sache ist jetzt noch übrig. Ich muss dein Gesicht aufnehmen. Sag mal, Spaghetti. In diese letzte Person hatte ich so große Hoffnung gesetzt. Ich muss mal ganz kurz den Kater rauslassen. Der will unbedingt rausgehen. Ja. Ja. So, da. Da sind wir wieder. In diese letzte Person hatte ich so große Hoffnung gesetzt. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe, dir was beizubringen? Du wirst nach und nach schon lernen. Oder du wirst sterben. Ein Geschenk des Anglers. Weißt du, er wurde kürzlich besiegt und will das wettmachen. Es wäre bedauerlich, wenn du den Goldsucher zum Opfer fielst, bevor er diese Chance erhielt. Der Haken ist mächtig. Du kannst mir damit eine meiner Karten stehlen. Aus diesem Grund wirst du auf dem Weg auch keine weiteren finden. Setz ihn klug ein. Anscheinend hat die kümmerliche Stinkwanze sich hinein verirrt. Ha, ich find's auch so schön, ne? Weil, ist euch schon aufgefallen, dass die Karten, die Stinkwanze und der Hermelin sich optisch so ein bisschen verändern? Das macht im Nachhinein alles super viel Sinn. Naja. Aber so wurden die Karten verteilt, so bleibt es. Ich muss unbedingt die eingesperrte Wolfkarte kaputt machen, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich die wirklich kaputt machen muss, aber ich glaube schon. Ich glaube, die muss im Kampf sterben. Ah, jetzt werden Totems eingeführt. Sehr schön. Das ist gut.
Nein, du kannst dir nicht eine bestimmte Bestie aussuchen. Stattdessen musst du dich jetzt für eine Familie entscheiden, die du bevorzugst. Wolf? Insekt? Ich habe mit Insektenkarten die besten Erfahrungen gemacht, ehrlich gesagt. Da kann man, finde ich, die krassesten Teams bauen. Ist wahrscheinlich Geschmackssache. Eine einzelne Ameise. Naja, eine Ameise allein bringt noch nicht viel, ne? Ihre Stärke, genau. Aber schauen wir mal. Eine zufällig gewählte Insektenkarte. Hast du dir etwas anderes gewünscht? Ja, schauen wir mal, was noch so kommt an Karten, ne? Eine uralte Frau kam hinter einer Eiche hervor. Sorgsam arrangierte sie detaillierte Holzschnitzereien und deutete dann Brüx darauf. Wähle. Okay, wenn ein leeres Feld getroffen wurde, bewege eine Karte mit diesem Siegel auf dieses Feld, um einen Schlag stattdessen zu empfangen. Wächst nach einer Runde auf dem Brett zu einer mächtigeren Form. Schade, finde ich alles nicht gut. Aber ich glaube, wir machen Eichhörnchen, die nach einer Runde zu was Stärkerem werden. Die alte Frau bleckte zufrieden die Zähne. Dein erstes Totem war vollständig. Ab jetzt tragen alle deine Eichhörnchen-Kreaturen das Siegel Entwicklung. Ich meine, warum nicht, oder? Sich entwickelnde Eichhörnchen kann man immer brauchen. Und da kommt auch schon der erste Totemkampf. Seine Luftabwehrvögel gegen meine sich weiterentwickelten Eichhörnchen. Dieser eingesperrte Wolf, er hat ihn aus einem Grund verborgen. Die Karten wirken nutzlos, doch ich glaube, es steckt mehr dahinter. Ich weiß schon, dass ich den eingesperrten Wolf befreien muss. Ich bräuchte auch mal den Vogel, den Sperling, damit ich diese Konstellation im Bilderrahmen nachbauen kann. Aber wenn ich halt kein Glück habe, habe ich kein Glück. Genau die bräuchte ich. Könnte ich mir jetzt mit der Angel holen. Bringt mir aber jetzt auch nichts. Also gut. Jetzt hole ich erstmal den Ochsenfrosch ins Spiel. Und jetzt die Ameise und die Stinkwanze. Das Eichhörnchen hat sich entwickelt. Sehr schön. Die werden jetzt keine Superkarten, aber ich habe einen kostenlosen Vorrat an ganz guten Karten, die man eben dann auch noch zusätzlich opfern kann. Das ist gar nicht so doof. Die sind jetzt genauso gut wie der Merlin. Wie heißt das? Hermelin. Bist du sicher? Ja, weil es egal ist. Kampfeichhörnchen. Sehr gut. Ich habe eine Armee von Kampfeinhörnchen. Einhörnchen, ja. Oder so ähnlich. Schlange, Hirsch oder Rabe. Welche Familie will ich? Keine Ahnung. Hirsch. Was haben wir denn hier? Der hoheitsvolle Elch. Die Kreatur der Wildnis. Ach so, die Kreaturen der Wildnis machen ihm Platz. Cool, cool. Bewege eine Karte mit diesem Siegel. Wegstehende Kreaturen werden in die gleiche Richtung geschoben. Okay, der schiebt sich selbst und alle anderen nach rechts rüber. Die Knochen der uralten Frau knackten und ächzen, als sie sich nähert. Mit leicht zittrigen Händen breitet sie ihr Angebot vor dir aus. Ooh.
Aha, das machen wir. Kampfeichhörnchen machen wir nicht mehr. Stattdessen machen wir Superopfer-Eichhörnchen. Jedes Eichhörnchen ist jetzt nicht mehr ein, sondern drei Opfer wert. Mit dem Totem kann ich mir sehr mächtige Karten in mein Spiel holen, theoretisch. Die alte Frau sammelt ihre Stücke ein und schlürft in die Dunkelheit davon. Jetzt kann ich mir sehr teure Blutkarten holen und die eben auch mit meinen Eichhörnchen problemlos beschwören. Das ist ziemlich gut. Ein Wolf in einem Käfig. Aber wie kriegt man den auf? Ja, ich habe schon so eine Idee. Und jetzt können wir das nämlich auch ohne Probleme machen, weil wir super Opfer-Eichhörnchen haben. So. Sehr schön. Und jetzt lassen wir den Wolf den Käfig zerstören. Ich darf jetzt nicht zu schnell gewinnen. Ich muss jetzt ein bisschen passiv spielen. Was war das? Ich habe da schon so eine Idee, was das war. Der mächtige Elch kann jetzt von mir gespielt werden. Okay, wo gehen wir denn weiter? Ah ja, jetzt gehe ich auf jeden Fall da lang, weil da können wir uns jetzt eine sehr teure Karte absichtlich holen. Eine Drei-Blut-Karte. Her damit! Ein weißer Hai. Der tyrannische weiße Hai. Der Gebieter der Tiefe. Sehr gut. Sehr gut. Durch unsere super Eichhörnchen können wir den auch beschwören. Ich glaube, ich will gar kein Totemteil mehr. Ich bin glücklich. Schauen wir mal, was sie für uns hat. Ich nehme mal einen Insektenkopf, aber eigentlich brauchen wir jetzt gerade nichts anderes. Als du wieder aufstehst, war die uralte Frau verschwunden. Ich hatte mal die Totem-Kombi, dass ich für jedes Hörnchen, das ich auch spielte, eine Ameise auf die Hand bekommen habe. Ja, genau, ich glaube, sowas hatte ich auch schon. Oder Hasen, irgendwie, ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall irgendwas ohne Ende. Aber ich finde diese sehr starken Opfer-Eichhörnchen auch total super. Jetzt kann ich in der ersten Runde mit einem Eichhörnchen einen Elch beschwören, der jetzt die Kojoten einfach wegputzt und super tanken kann. Das ist schon cool. Sehr gut. Jetzt kommt noch ein weißer Hai dazu. Jetzt brauche ich echt möglichst viele, möglichst teure Karten. Oh ja, und da können wir uns schon die nächste möglichst teure Karte holen. Perfekt. Noch einen weißen Hai. Na, her damit. Yes. Und jetzt kriegen wir noch die Beutelratte, weil unser Inventar schon voll ist. Die meine ich, die Buschratte, nicht die Beutelratte. Und jetzt geht's auf zum Goldschürfer. Wir kriegen Rauch.
Ein frostiger Nebel wabert ringsum auf dich zu. Du warst nicht alleine. Eine Gestalt tauchte aus dem Nebel auf. Stell dich meinem Gold in den Weg, verdammt noch eins. Eichhörnchen. Sei gegrüßt, leichter Boss. Mach einfach das Maultier alle. Einmal Nebel, einmal Super-Eichhörnchen. Super-Eichhörnchen wird zu weißen Hai. Und dich spielen wir auch aus. Schlecht gespielt. Der ist immer so kritisch, aber das stimmt gar nicht. Das war super gespielt. Oh, dammit. Ich habe wirklich zu viel Schaden ausgeteilt. Jetzt konnte ich das Maultier nicht töten. Ha, dammit. Naja, ist nicht so schlimm. Wird schon gut gehen. Hoffe ich. Aber das hätten wir wirklich besser machen können. Ich war zu mächtig im Grunde. Aber macht nichts. Die Kurve kriegen wir noch. Ich bin zuversichtlich. Weil was ich jetzt mache, ist, dass ich mir, glaube ich, mit der Angel den Bluthund hole. Und jetzt ist es mein Bluthund. Und wahrscheinlich muss ich jetzt gar nichts mehr machen. Aber ich tank trotzdem mal Eichhörnchen und Karten auf meiner Hand. Ach ja, warum nicht? Das ist eine gute Idee. Spielen wir noch die Buschratte, dann kriegen wir nämlich ein Item gleich nochmal wieder. Und zwar ein Glas voller Knochen. Brauchst du ein Licht? Jetzt müssen wir, fällt mir gerade einmal, von unserem Tisch dann aufstehen, aber jetzt holen wir uns erstmal unsere seltene Belohnung. Amöbe? Eine formlose Amöbe. Ihr Siegel ändert sich ständig. Ah, okay. Kind 13 oder der Gag? In dem Fall brauche ich kein Kind 13 und ich brauche, glaube ich, auch kein Gag mehr. Aber will ich eine Amöbe, die ständig ihr Siegel ändert und man weiß nie, was sie macht? Okay, von mir aus. Von mir aus. Nach der erschütternden Begegnung mit dem Goldsucher sammelst du dich und zugst weiter. Sammelst. Wie ist denn die Vergangenheitsform von sammeln? Du sammelst. Sammelste. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Ich sammelte. Du sammeltest. Du sammeltest, oder? Oh Gott. Mein Hirn läuft mir aus den Ohren gerade. Ich kann nicht mehr denken. Lass mich überlegen. Eine schwere Nässe sammelt sich in der Luft. Das Brummen und Zirpen von Insekten übertönt das Geräusch deiner Schritte. Du erblickst das Sumpfgebiet. Wo gehen wir lang? Ich glaube, ich gehe da lang. Die Prüfung der Verwandtschaft. Um zu bestehen, musst du mindestens 2 der 3 gezogenen Karten... Ah, das weiß ich nicht. Nee, das kann ich vergessen. Ja, das schaffen wir, oder? 4 Blutkosten. Oh, bitte, bitte, lass mich das schaffen. Möge die Prüfung des Blutes beginnen. Ja, 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 sehr gut. Sehr gut. 3 von der Karte Weißer Hai, 1 von der Karte Ochsenfrosch, 3 von der Karte Elch. Du hast die Prüfung bestanden. Jetzt kann ich es mir aussuchen. Entweder ein Wolf mit Stacheln oder eine fliegende schwarze Ziege. Die brauche ich aber wegen meinen Eichhörnchen eigentlich gar nicht mehr. Oder eine Leichenmade, die nach einem Zug zu etwas sehr viel Stärkeren wird. Ich glaube, ich nehme die Leichenmaden, die stärker werden. Weil jetzt gehen wir zum Opferaltar. Und dann übertrage ich vielleicht gleich mal was.
Okay, ich glaube, ich opfer jetzt mal den Ochsenfrosch, weil ich den ehrlich gesagt einfach loshaben will. Ja, keine Ahnung von mir aus. Du kriegst das, dass du auch fliegende Gegner abwehren kannst. Warum nicht? Es ging mir in erster Linie jetzt wirklich nur darum, dass der Ochsenfrosch weg ist. Okay, die Amöbe taucht unter. Was macht denn der Ringwurm? An den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wartet mal schnell. Ich hole mir mal ein paar Knochenchips. Weil dann lohnt es sich, dass ich die Buschratte ausspiele. Und dann kann ich auch die Amöbe ausspielen. Weil warum nicht? Ah ja, genau. Jetzt hat sich die Leichenmade automatisch ausgespielt, weil jemand gestorben ist. An Leichen mangelt es nicht. Sehr cool. Aber ich habe schon wieder vergessen, dass ich vom Tisch aufstehen wollte. Jetzt aber. Wir haben immerhin den Käfig vom Wolf zerbrochen. Ah, und diesmal bräuchten wir, aber den haben wir auch nicht, den Truthahngeier. Naja, gut. Irgendwann kriegen wir die Kombination schon hin. Jetzt nehmen wir uns erstmal den Wolf und wir nehmen uns die Goldzähne aus dem Schädel. Und ich mache die Kerze aus, auch wenn ich gar nicht weiß, was das mit dem Kerzenausmachen eigentlich bringt. Aber jetzt stellen wir hier den Wolf rein. Und dann nehmen wir den Dolch. Endlich entwendest du meinen Spezialdolch, den Pfoten dieses Eichhörnchens, obwohl du vielleicht wünschen würdest, es nicht getan zu haben. Natter, Kakerlake, Mikorius, den nehmen wir mit. Ein gutes Foto, finde ich. Jetzt wäre ich gerne hier hingegangen. Aber das macht keinen Sinn, weil wir keine Karten doppelt haben aktuell. Also gehe ich lieber da lang. Doch, 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 ich hätte sogar eine Karte doppelt. Die Haie. Ah, schade. Schade, hätten wir machen können. Ist egal. Das ist auch nicht schlecht. Eine Gruppe ausgehungerter Überlebender stand um ein verglühendes Lagerfeuer. Am Feuer ist noch Platz für eine Kreatur, sagt einer. Die Wärme wird ihre Kraft steigern, sagt eine andere. Eine der Überlebenden sagt gar nichts, konnte jedoch nicht aufhören, sich die Lippen zu lecken. Wen machen wir noch stärker? Den Elch? Den Hai? Ich mache den Elch noch um eins stärker. Die Kraft der Karte Elch wurde durch die Wärme gesteigert. Als einer der Überlebenden ein Messer aus der Tasche zu holen begann, zogst du dich zurück.
Okay. Ich glaube, wir spielen Mikorius aus. Los geht's. Sieht schrecklich realitätsnah aus. Ach ja, ich glaube, hey, jetzt in Pandemiezeiten sehen wir alle so aus, oder? Wenn wir im Homeoffice sind zumindest. So, cool. Die drei Karten konnte ich jetzt nämlich kostenlos ausspielen. Und jetzt opfere ich das Eichhörnchen und hole dem weißen Hai aufs Spielfeld. Und dann sind wir schon ziemlich krass. Das war eine kurze Runde. Durch die Macht des Mikorius. So, jetzt gehe ich nochmal in das Pilzgelände. Skink. Schnappschildkröte. Rattenkönig. Der tragische Rattenkönig. Wenn ihr verstrickte Leiber zu Leichen werden, erhältst du 4 Knochen. Aber die will ich jetzt ehrlich gesagt alle nicht. Ich nehme mal den Rattenkönig, aber eigentlich brauche ich ihn gar nicht. Du gerietst in eine Gruppe dicker, streng riechender Pilze. Du kneifst die Augen zusammen und bemerktest eine Gestalt in einer dichten Sporenwolke. Wir sind die Pilzkundler, ja? Ja. Und wir führen unsere Experimente weit entfernt Wir sind sonst nirgendwo willkommen. Wir werden mit deiner Schar experimentieren, ja? Wir werden 2 gleiche Kreaturen brauchen. Eine für jeden von uns. Weißer Hai und weißer Hai. Fusion! Ich glaube, das könnte unschön werden. Sieh weg! Wow, guckt euch das an. 8 Stärke hat der weiße Hai jetzt. Die Karte weißer Hai. Die Karten weißer Hai sind jetzt 1. Das ist jetzt eine Mörderkarte. Meine Güte, das ist super. Ein Glücksgriff. Ah, und die Amöbe gibt mir jetzt Kaninchen. Okay, interessant. Schauen wir mal. Jetzt habe ich aber ehrlich gesagt nicht die optimalen Karten auf der Hand. Ärgert mich ein bisschen. Ich glaube, ich mache ein Notfall-Eichhörnchen auf. Na Quatsch, ich brauche gar kein Notfall-Eichhörnchen. Das hätte ich mir sparen können. Das war jetzt Blödsinn. Aber, nee, warum nicht? Ich lege das wenigstens als Tank hin. Nee, tue ich doch nicht. Na, wird schon gut gehen. Der super weiße Hai, das ist schon gut, aber vorsichtshalber, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das jetzt gut geht. Ja, es wird schon gut gehen, glaube ich. Trotzdem benutze ich jetzt den Dolch. Nur vorsichtshalber. Ob du es glaubst oder nicht, du bist nicht der Erste, der hier ein Auge verliert. Das macht keinen großen Spaß, wenn du halb blind bist. Vielleicht würdest du es gern ersetzen? Und ich nehme das seltsam leuchtende Auge. Warum das wohl so komisch leuchtet? Rettung bringt des Kuckucks Uhr. Wie dem auch sei, die Wahl ist endgültig. Und jetzt werde ich mal kurz mit meinem neuen Auge ein bisschen durch die Gegend laufen. Weil einem das einen ganz neuen Blick auf die Sachen gewährt. Zum Beispiel, wie wir die Uhr einstellen könnten.
Oder etwa doch so. Der verkrüppelte Wolf. Nimm die Filmrolle, bevor er es sieht. Los! Was machst du da? Dreh dich zu mir. Was hast du da drüben vor? Nix, nix. Ich hab nix gemacht. Ich hab gar nichts getan. Jetzt haben wir die dritte sprechende Karte. Mit unserem neuen Auge. Na dann. Meine Felle sind sauber. Jetzt habe ich zwar sehr viel Felle in meinem Inventar, leider. Das will ich, ist gar nicht gut jetzt auch für den Bosskampf. Aber wenn wir noch zu einer Händlerin kommen, dann kann ich die Felle in sehr gute Monsterkarten umwandeln. Das wäre natürlich Dufte. Ich glaube, ich opfer die Amöbe. Und ich glaube, der weiße Superhai kriegt jetzt immer noch eine zusätzliche zufällige Fähigkeit. Das wird cool. Eventuell. Aber jetzt schauen wir mal. Der Angler ist wieder da. Jetzt müssen wir erstmal gewinnen. Der Schlamm zog heftig an deinen Füßen und zwang dich, deine Schritte zu verlangsamen. Ein widerlicher Gestank dreht dir den Magen um. Und treibt dir das Wasser in die Augen. Es waren die fauligen Fische, die in den Zweigen um dich herum hingen. Ein riesiger Mann nähert sich. Fischen gehen. Ich sollte dir danken, wie war es? Es war ziemlich übel. Ich bin eingesperrt im Körper eines Hermelins, im Papier einer Karte. Das sehe ich. Und ich habe etwas vorbereitet zur erneuten Rücksetzung. Sprich weiter. Unser Freund, der Spieler hier, besitzt bereits den Schlüssel. Okay, jetzt passt mal auf. Jetzt holen wir den Elch aufs Feld. Und den verkrüppelten Wolf. Das war schon mal gut. Fischen gehen. Ja, Angler, pass auf seinen Haken auf. Spiel ein Eichhörnchen oder so, wenn er damit zielt. So beschützt du deine besten Karten. Fischen gehen. Nein, ein Kaninchenfell gezogen. Ah, Worst-Case-Szenario. Aber wenigstens kann ich mit dem Kaninchenfell einen Angriff von einem Hai abwehren. Glaube ich zumindest. Oh, die Haie sind schon krass, oder? Elch, du musst das jetzt bitte alleine regeln. Danke, Elch. Der Elch hat's geschafft. Gerade so. Dein Leben wird wiederhergestellt. Wähle sorgfältig.
Uroboros. Buschratte. Ich nehme die Buschratte, weil wenn wir nochmal zu Pilzen kommen, können wir eine super Buschratte draus machen. Das doppelte Buschrettlein. Als der Teich hinter dir lag, nahmst du einen tiefen Atemzug frischer Luft und zogst weiter. Oh ja, ich weiß. Das wohltuende Gefühl frischer Luft wich schnell einer marktgefrierenden Kühle. Wo sich der Weg befand, der vom Schneefall immer mehr verdeckt wurde, konntest du nur erahnen. Du hattest die Schneegrenze erreicht. Da oben ist ein Pilzwald. Fusion. Naja, ich glaube, jetzt gehen wir erstmal den ersten Weg. Haben wir eh keine Wahl. Eine Prüfung. Prüfung der Kraft. 4 Angriffskraft könnte ich schaffen. 4 Blut könnte ich schaffen. 3 Siegel könnte ich auch schaffen. Ich nehme 4 Angriffskraft. Möge die Prüfung der Kraft beginnen. Nein! Okay, das reicht. Gerade so. Was haben wir denn hier? Die Tentakel der Tiefe. Ich glaube, die sind immer so stark wie die Kreatur, die ihnen gegenübersteht. Ameise auf der Hand. Ich glaube, ich nehme den Grizzly, einfach weil ich super Eichhörnchen habe. Und der stinkt. Ein stinkender Grizzly. Her damit. Jetzt holen wir uns noch Items wieder. Die habe ich alle verbraucht beim letzten Kampf. Eisopossum. Dieses bedauernswerte Opossum. Ich glaube, ich nehme die Zange. Und noch eine Zange. Oh nein. Nein, das kannst du nicht benutzen. Kann ich es wirklich nicht benutzen? Das wollen wir doch mal sehen. Hi Chris, wie geht's? Oh, ein goldenes Fell habe ich auf. Ich meine es ernst, das kannst du nicht verwenden. Naja, er hat mich gewarnt. Es gibt keine mögliche Verwendung dafür. Ich stelle es vorerst auf das Regal da drüben. Mein Rat, halte dich fern davon. Jetzt würde ich echt gern aufstehen, damit ich es mir nochmal anschauen kann, aber gut. Ah, jetzt haben wir aber wirklich Pech gehabt. Verdammt nochmal mit unserem Zug. Das ist kein guter Zug, ganz im Gegenteil. Das ist richtig, richtig blöd. Oje, oje. Ich befürchte, ich muss jetzt ein paar Defensivfälle auslegen für die nächste Runde. Oh, das ist nicht gut. Okay, Mikorius. Du bist dran. Was macht Mikorius am besten? Vielleicht erstmal hierhin, Defensivkaninchen. Los geht's. Du hast also den verkrüppelten Wolf gefunden. Ich habe oft genug erlebt, wie sich das abspielt. Um zu wissen, dass du ein paar in den Weg geleitet ist, beeil dich! Okay. Bitte nicht opfern. Aber hey, wenn ich dich jetzt nicht opfer, dann tötet dich der Hirsch. Aber es bringt dich auch nichts jetzt, das Opfer. Das ist jetzt leider gerade eine sehr verzwickte Situation. Ich befürchte, das kostet mich ein paar Zähne. Damit ich da nochmal eine Runde rausholen kann. Das tut schon beim Zugucken weh, oder? Eigentlich ist jetzt meine einzige Hoffnung, dass ich eine sehr starke Knochenkarte ziehe. Moment mal, ich hätte eine Knochenkarte auf der Hand gehabt. Ich hätte ihn spielen können. Oh, dämlich. Aber es hilft trotzdem nichts. Dann brauche ich aber jetzt ein Eichhörnchen lieber.
damit ich nächste Runde was spielen kann. Die Wanze macht halt leider nur einen Schaden. Ah. Ach, come on, du hast die Filmrolle genommen, stimmt das? Mein Plan nähert sich seinem Augenblick der Wahrheit. Doch zuerst musst du ihn besiegen. Ja, aber mit einer Karte wie dir, tut mir leid, verkrüppelter Wolf, aber mit einer Karte wie dir besiege ich den nicht. Guck dir mal an, du bist schlecht, sorry, ja. Ist so. Bist du sicher? Ja, was soll ich sonst machen? Ein Kaninchenfell. Na super. Ich sehe, in welche Richtung das läuft. Ich gebe mich geschlagen. Du kannst akzeptieren, dass ich aufgebe. Oder diese Partie auf lange Weise beenden. Der tut so, als hätte ich schon gewonnen. Und das stimmt absolut nicht. Der weiß vielleicht wirklich nicht, was ich da auf der Hand habe. Deswegen akzeptiere ich es sehr gerne. Das war Glück. Das war nett von ihm. Ist das die Fellhändlerin? Ich würde so gern nochmal zu den Pilzleuten. Aber wenn das die Fellhändlerin ist... Nee, das ist eine Höhle in der Bestie. Eine Höhle in der Bestie. Da oben ist wahrscheinlich die Fellhändlerin. Da muss ich hin. Na dann. Das ist die Fellhändlerin, genau. Drei Hasenfelle. Was nehmen wir uns denn dafür? Ich würde sagen, ich nehme noch einen Elch. Und die anderen will ich nicht. Ich kann er gern behalten. Dann nehme ich das Stachelschwein und Skink. Zwei goldene Felle. Da wird es, glaube ich, schon interessanter. Oh ja, der Mantisgott. Den hatte ich mal... So mächtig, der Mantisgott. Den hatte ich mal so hochgepowert. Und der greift quasi nach links, rechts und geradeaus an. Und wenn man den richtig hochpusht, wird der irre stark. Den nehme ich mal mit. Und dann nehme ich noch... den Gag. Nee, die Buschratte. So, die Pilzdoktoren. Ah, hast du uns zwei gleiche gebracht? Wir werden gerne experimentieren. Ah, mache ich jetzt die beiden Elche zu einem Super-Elch oder die beiden Buschratten? Ich nehme die beiden Elche, weil ich glaube, die werden verdammt krass. Du willst vielleicht... Wende deine Augen ab! 14 HP hat der jetzt. 7 Angriffskraft. Du hast jetzt nur noch eine Karte, Elch. Sie ist stärker. Nee, ich finde nicht, Chris. Okay. Was machen wir jetzt? Ein Elch und ein Maulwurfsmann. Ah, das ist... schwierig. Ich befürchte, ich spiele jetzt hier mal den Mantisgott aus, aber der wird jetzt erstmal nicht viel ausrichten können, befürchte ich. Aber 3 Schaden für den Anfang ist schon mal... ist okay. Damit haben wir den schon mal gedeckelt, den Schaden. Okay. Jetzt kommt der Rattenkönig aufs Feld. Weil jetzt stirbt leider der Mantisgott. Ich hätte so mächtige Karten im Deck, aber leider kein Glück. Da helfen einem halt die besten Karten nichts, ne?
wenn man sie nicht sieht. Nutze mich klug. Ne, du bist halt keine gute Karte, verkrüppelter Wolf. Was soll ich machen? Ich befürchte, den Kampf verlieren wir. Außer... Nee, den verlieren wir. Ich dachte, na, wenn ich Glück gehabt hätte, hätte ich vielleicht eine sehr mächtige Knochenfigur noch gezogen. Irgendwas. Irgendwas. Aber ja, genau. Ich hätte auch, weil du nach Xbox-Spielen gefragt hast, ich hätte auch den Game Pass einfach empfohlen. Da ist eigentlich alles, was man für die Xbox... Auf jeden Fall alles Xbox-Exklusive sowieso drin. Und auch so ziemlich alles, was man für die Xbox braucht. Schon wieder der Fallensteller. Ich will eigentlich keine Fälle von dir haben, ehrlich gesagt. Eins schenkt er mir leider wieder. Das warme Licht eines Lagersfeuers war ein willkommener Anblick. Doch die 10 hungrigen Augen ringsum trüben die Begrüßung. Willst du eine Kreatur am Feuer wärmen, um ihre Kraft zu steigern? Fragt einer. Machen wir den Hai noch krasser? Machen wir den zu einem Gotthai? Nein, ich mache den Mantis stärker, weil da macht es einen großen Unterschied, ob der 3 Schaden oder 6 Schaden macht. 3 mal 2 Schaden. Die Überlebenden hatten recht, was die Flammen betraf. Sie steigerten die Kraft der Kreatur. Als du einige der Überlebenden sabbern siehst, zogst du dich eilend mit deiner Kreatur zurück. Ja, das kommt wirklich darauf an, wie viel man spielt. Im Endeffekt, wenn du nur 2 Spiele auf dem Game Pass im Jahr spielst, hat das sich schon gelohnt. Das muss man halt wissen. Ich meine, er ist ja auch jederzeit kündbar. Du kannst ihn zum Beispiel jetzt... Ich will hier gar nicht zu viel Werbung machen. Ich persönlich finde das Angebot nur echt gut. Und theoretisch kannst du dir ja jetzt für ich glaube, beim ersten Mal sogar für 1 Euro oder so einen Monat dir holen. Kannst in dem Monat irgendwie das neue Halo und Forza 5 spielen oder was auch immer du Bock hast. Und dann deabonnierst du halt wieder. Ist ja auch eine Möglichkeit. So als Tipp. Hi Carrie, wie geht's? Wann kommt denn ein Video zum neuen Resident Evil Film? Ich weiß gar nicht, ob ich da ein Video dazu mache. Ich fand den einfach ein bisschen langweilig und doof und interessiert mich gar nicht so. Ich glaube, da habe ich nicht viel zu sagen drüber. Eichhörnchen. Also ich habe den Film selber noch gar nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe mir nur Reviews angeguckt quasi. Also so Zusammenschnitte von dem Film. Und ich weiß, was passiert und worum es geht. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich den Film, wenn ich ihn dann sehe, auch sehr doof finde. Aber genau, das hat sich gerade so angehört, als hätte ich ihn schon gesehen. Aber das stimmt gar nicht. Aber ich habe halt auch kein Interesse dran, nach dem, was ich eben gesehen und gehört habe. Mikorius, du bist wieder dran. Ich schicke dich gegen ein Rabenei in den Kampf. Die Buschratte bringt uns eine schwarze Ziege. Bist du sicher? Ja. Hast du ihn schon gesehen, Carrie? Hat er dir gefallen? Ich freue mich viel mehr auf die Resident Evil 8 DLCs. Darauf bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, davon hören wir bald was. Da freue ich mich sehr drauf. So. Jetzt holen wir uns noch eine... Naja, schade. Warum nicht eine Knochenkarte? 4 Knochen für eine fliegende Fledermaus. Okay, nehmen wir. Und jetzt holen wir uns noch 2 Items und dann geht's zum nächsten Boss. Schere. Schere ist immer gut. Und noch eine Schere. Na dann, los geht's.
Ein Mann stand vor dir. Ein Mann, den du gleich erkanntest. Es war der Fellhändler, der Fallensteller. Du streckst den Arm aus, um seine Waren zu begutachten, doch er hielt dich auf. Tut mir leid, aber heute wirst du das Fell liefern. Na dann, schauen wir mal. Hab ihn auch noch nicht gesehen. Hoffe, die Resident Evil Village DLCs sind besser als die Teil 2, als die bei Teil 2. Also, ich bin mir fast sicher, dass die... Also, das stimmt nicht, aber ich denke, Capcom wird versuchen, dass die tatsächlich eher so ein bisschen in Resident Evil 7 gehen. Und Resident Evil 7 hat ja wirklich einen sehr, sehr guten DLC-Support. Da kann man echt nichts sagen. Okay, Springfallen, seltsame Frösche... Das wird spannend, das wird interessant. Jetzt machen wir Folgendes. Ich hole eine schwarze Ziege hervor. Nee, die schwarze Ziege macht gar keinen Sinn. Nee, aber es passt schon. Ich hole das Eichhörnchen. Und dafür ein Grizzly. Und mehr kann ich jetzt in der Runde erstmal gar nicht tun, ne? Ist okay. Okay, passt schon. Rattenkönig für mehr Knochen. Jetzt wird's brenzlig. Jetzt darf ich aber hier keinen Fehler mehr machen. Okay, jetzt passt auf. Ich lege jetzt hier mal ein defensives Wolfsfell hin. Dann kann in der Runde jetzt erstmal nichts schief gehen, eigentlich. Jetzt ziehe ich ein Kaninchenfell. Das ist jetzt schon schlecht. Ich glaube, ich benutze mal die Schere und zerschneide den Hirsch. Kann ich die Natter auch zerschneiden? Nee, leider nicht. Naja. Das ist schon sehr schlecht jetzt. Ah, Mikorius, unser Retter. Ohne Witz. Das ist jetzt gerade dir. Keine andere Karte hätte jetzt geholfen. Ich dachte, es wäre einfach vorbei. Aber jetzt... haben wir noch mal eine Chance. Erinnert sich noch jemand an Lost Planet? Na klar, das habe ich ganz gern gespielt. Den ersten zumindest damals. Fand ich cool. Den zweiten dann irgendwie nicht mehr. Der war so stark auf Multiplayer getrimmt. Das hat mir irgendwie nicht mehr gefallen. Der nächste deiner... er muss einmal aussetzen mit der Uhr. Das ist gut. Okay, erste Runde geschafft.
Du mochtest die Resident Evil DLCs nicht so. Ich würde lieber so eins wollen, wie du mal gesagt hast. Spielelemente, die es nicht ins Spiel geschafft haben, meine ich. Ja, ich kann mir eben gut vorstellen, dass eben Sachen, die in der Entwicklung von Resident Evil 8 zur Seite geschoben wurden, in die DLCs nochmal reinkommen. Das glaube ich schon. Aber ich glaube, also was ich damit sagen wollte, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass Capcom wieder viele kleinere DLCs machen wird, die ganz verschieden sich wieder spielen werden. Das hoffe ich auch ein bisschen. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Okay, erlesene Fälle. Doch der Kreislauf muss weitergehen. Lass uns handeln. Mächtige Karten. Ich werde dafür nur die besten Fälle annehmen. Tausche ein, was du kannst, aber wisse dies. Der Rest wird bleiben und für mich kämpfen. Okay, jetzt hat quasi die Händlerin hier einen ganzen Haufen sehr mächtiger Kreaturen ausgespielt und ich muss meine Fälle benutzen, um die wegzumachen. Zum Glück habe ich eben viele Fälle auf der Hand, deswegen darf ich mir jetzt die nehmen. Ja, keine Ahnung. Ich hätte mich anders entschieden. So, jetzt können wir mal schauen. Spielen wir doch mal unseren fliegenden Grizzly. Wobei, brauchen wir den? Ach, was soll's. Und den Bluthund. Sorry, Mikorius. Es geht nicht anders. Ach so, Mikorius, du bist ja eh unsterblich. Du kannst ja gar nicht geopfert werden. Bei Dead Space kenne ich mich leider nicht so sehr aus, aber ich mache doch jetzt im Januar Urlaub und da habe ich mir wirklich, also ich weiß es noch nicht, aber da habe ich mir vorgenommen, dass ich mich vielleicht mal in irgendeine Spielreihe reinarbeite, die ich noch nicht kenne. Dass ich zum Beispiel sowas wie die Dead Space Trilogie mal nochmal am Stück komplett durchspiele und wirklich auch ganz stark auf die Lore achte. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich Dead Space, aber irgendwie sowas, damit ich ein neues Spiel in mein Hauptrepertoire aufnehmen kann, wo ich dann auch ähnlich wie bei Fallout oder Resident Evil tief drin bin. Also, dass ich mich da wirklich im Januar reinspiele und genau aufpasse und mich dann danach reinarbeite, richtig. Aber mal schauen. Okay. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, das war vorher der Felljäger, aber dann hat der die Maske umgedreht und war die Händlerin. Noch wirst du nicht zugrunde gehen. Vielleicht kann dich eine von diesen hier locken. Seltsame Larve. Ein weitgehend unscheinbares Exemplar. Der Maulwurfsmann, die ultimative Verteidigung. Und der Daus, dieses dreckige Wildschwein. Es wird aufgebracht, wenn seine Schellen geschlagen werden. Ich glaube, ich nehme die Larve, weil wenn ich mich recht erinnere, wird die nach einer Runde zu irgendwas sehr krassen. Während die rätselhafte Person, Fallensteller und Händlerin nun in den Schnee blutend... ich vergesse mal, dass das in der Vergangenheit geschrieben ist und deswegen komme ich total durcheinander. Also, während die rätselhafte Person, Fallensteller und Händlerin... Wirklich nur eine Person, das ist interessant. Ich dachte nämlich, das ist nur so ein Gimmick, dass der seine Maske umdreht, aber hier steht, dass es nur eine Person ist. Nun, in den Schnee blutete, hieltest du dich hartnäckig. Du konntest ein Licht in der Ferne sehen. Das Ende ist nah.
Wir brauchen eine andere Karte. Der Posten der Händlerin war verlassen. Als Zeichen des Respekts für die seltsame Frau nahmst du dir nur, was du dir leisten konntest. Dann nehme ich vielleicht einfach noch einen weißen Hai. Wir haben so viele von diesen weißen Haien und ähnliche Karten. Es ist total irre. Hallo, Road Deluxe, wie geht's? Na dann, auf zur alten Hütte. Die Hütte, in der wir jetzt gerade sind. Dein Blick heftet sich an die kleine Hütte, deren warmes Licht wie ein Leuchtfeuer in der bedrückenden Schwärze der Nacht war. Sicher, ganz sicher stand diese Hütte für das Ende deiner Mühe. Einige Schritte von der seltsamen Hütte entfernt, wurde dir eine Gelegenheit eröffnet. Ich biete meinen Segen nicht einfach irgendwelchen Reisenden an. Wenn du fähig bist, meine Prüfungen zu bestehen, wirst du reich belohnt. Die Prüfung der Häute unter den drei gezogenen Karten muss eine Fellkarte sein. Nein, leider nicht. Die Prüfung der Geflügelten unter den drei gezogenen Karten muss eine flugfähige Karte sein. Nee, habe ich keine Chance. Die Prüfung der Flossentiere. Ich hätte Haie im Team. Ich hätte Haie. Ah, okay. Na dann schauen wir mal. Die kann ich wenigstens schaffen. Möge die Prüfung der Flossentiere beginnen. Nein? Ja! Oh, so Glück gehabt. Puh. Geschafft. Ich werde dir eine meiner mächtigsten Segen gewähren. Du hast Karten, die das Spiel drastisch verändern und du musst sie nicht einmal ziehen. Segen der Beidhändigen. Du kannst zu Beginn deines Zugs zweimal nachziehen. Ja, das ist schon ziemlich gut, oder? Ja, die Streams sind leider auch relativ unregelmäßig, fallen öfter mal auf oder ich muss sie verschieben und sind auch nur einmal in der Woche und dann auch nur ein paar Stunden. Deswegen, die sind auch eher so weißt du, so eine Kleinigkeit nebenher. Also Segen des Ziegenblutes. Du beginnst deinen Kampf mit einer schwarzen Ziege. Nee, das brauchen wir nicht. Segen des Elsternblicks. Wenn du von einem Stapel nachziehst, kannst du eine beliebige Karte im Stapel wählen. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich ziehe lieber zwei Karten jede Runde. Dann kann ich jede Runde ein Eichhörnchen und noch eine zusätzliche Karte ziehen. Das ist der Hammer. Wir werden das noch einmal wiederholen. Die Prüfung der Seltenheit. Unter den drei gezogenen Karten muss eine seltene Karte sein. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie viele seltene Karten ich habe. Die Prüfung des Rings. Du bestehst automatisch, wenn du einen Ring hast. Ah, den Ring haben wir noch nicht gefunden. Den gibt's in der Hütte und dann gewinnt man die Prüfung jedes Mal. Die Prüfung der Flinken und in den drei gezogenen muss ein Sprinter sein. Ich mache die Seltenheitsprüfung und dann hoffen wir einfach mal. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der ist selten, oder? Die Buschratte ist eine passende Karte. Geschafft. Deine Auswahl an Segen. Ich kann jede Karte aus meinem Stapel ziehen. Du beginnst jeden Kampf mit 8 Knochen. Du beginnst deinen Kampf mit einer großen Tanne auf deinem Feld. Ich glaube, ich beginne mit 8 Knochen. Ich habe zwar nicht so viele Knochenkarten in meinem Deck. Du hast es geschafft, beide Segen von mir zu bekommen. Ich sage das nur selten, aber ich bin beeindruckt.
Du warst eine würdige Gegenspielerin. Eine. Doch leider muss ich dich bald ums Leben bringen. Das freut mich, Rot Deluxe. Dankeschön. Du hast dir da draußen ganz schön Zeit gelassen. Und mich juckt es in den Fingern, wieder zu spielen. Bist du bereit für eine Partie? Los geht's. Ich hoffe, du bist angemessen vorbereitet. Vielleicht eine weitere, um sicher zu sein. Er ist so ein Cheater, oder? Okay, wir haben zumindest eine gute Ausgangssituation. Wir haben super Eichhörnchen, wir haben Rauch auf der Hand, wir haben ganz viel Knochenkarten. Ein Mischwesen. Schauen wir mal, ob wir was draus machen können. Rauch wird erstmal geopfert für den Mantis-Gott. Das Eichhörnchen wird geopfert für Skink. Und dann spielen wir noch unsere Stinkwanze. Das ist jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht die beste Eröffnungskartenkombination, die wir da haben. Aber wird schon passen. Zumindest den Maulwurfsmann haben wir jetzt in der ersten Runde schon besiegen können. Das ist gut. Sehr gute erste Runde. Okay, du hieltest den Ansturm der seltenen Kreaturen geschickt stand. Doch die wahre Herausforderung sollte dir noch bevorstehen. Schattenhafte Gestalten erscheinen vor dir. In ihren Augen schimmert die Erkenntnis von Verbundenheit, getrübt durch Schuld. Sie verrieten dich. Reginald und Louis. Das wäre natürlich cooler. Ich glaube, das sind nämlich vielleicht Steam-Freunde eventuell oder alte Karten von einem selbst, wenn es schon genug gibt. Daran erinnere ich mich sehr gerne. Ameise, naja. Lass die mal drin, so wie sie sind. Nein! 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 Das war sehr gemein gerade. Sehr gemein. Und warum ziehe ich eigentlich nur so... Also, wirklich, wirklich schlechte Karten. Das ist schon gemein. Ich glaube, ich lasse die nächste Runde aussetzen. Ich passe meinen nächsten Zug. Ja, klau das Eichhörnchen, das ist eine gute Idee. Ich muss passen. Klau dir jetzt auch das Eichhörnchen deswegen nicht? Ach so, habe ich nicht gewusst. Dann werde ich jetzt in der Runde nichts Neues hinlegen. Thank you.
Ikorius ist da, das ist gut. Oh, der weiße Hai ist da. Das ist sehr gut. Also, dann spiele ich jetzt ein Eichhörnchen und opfer das für den weißen Hai. Und dann haben wir ganz schön Kampfkraft. Ach, das ist der normale weiße Hai, nicht mein fusionierter. Trotzdem haben wir ganz schön Kampfkraft auf dem Feld. Okay, zweite Runde gewonnen. Jetzt geht's richtig los. Und ich habe noch Goldnuggets auf dem Feld. Das könnte sehr, sehr schlecht sein. Ich bin mir nicht sicher, ob die Goldnuggets jetzt noch verschwinden oder wie. Dieser verdammte Mond. Er hat was Dramatisches, ja. Aber für mein Brett bietet er keinerlei Nutzen. Ich frage mich... Na, das ist von Nutzen. Okay, jetzt müssen nur die Goldklumpen weg, sonst kann ich nichts machen. Dann habe ich dafür gute Karten. Gut. So, jetzt passt auf. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich spiele mal ein Eichhörnchen und den Super Tank Elch und noch ein Eichhörnchen und einen Grizzly, oder? Ja. Und dann ist das sehr, sehr gut. Was ist das? Du schwächst meinen Mond mit dem Siegelgestank? Das ergibt keinen Sinn. Monde haben kein Geruchsempfinden. So hatte ich mir den Verlauf dieses Kampfes nicht vorgestellt. Da wäre mein Super-Hai, aber ich nehme ihn jetzt trotzdem nicht. Der Mond ist besiegt. Du hast den Mond wirklich vernichtet? Ich schätze, dann hast du nur noch mich zu erledigen. Na los. Leute, wir haben jetzt beim dritten Durchlauf gewonnen. Das sollte man eigentlich nicht machen. Das Spiel ist sehr viel cooler, wenn man nicht sofort gewinnt, weil da gäbe es noch so viel, was wir jetzt in der Hütte nicht erlebt haben. Aber gut, okay. Jetzt können wir uns den Videolog hier mal anschauen. Hey there, card gamers! I'm the Lucky Carter, and this is another pack opening video. Today, I am opening Catch Monsters packs and digging for that epic, shiny Transcendog! And here I'll add some crazy VFX with lightning bolts or something. Okay, ladies and gentlemen, I am about to open my first pack. Feeling good about this one. Feeling real good. Ooh, what do we got here? Okay, and our first rare is a Birchkin. Not exactly a viable competitive card, but hey, it's a pretty one. All right, next pack. Feeling even better about this one. I gotta say, these cards are feeling extra silky today. I mean, they're so smooth. Not sure what they're doing down there at the card factory, but these are feeling good in my hands.
Okay. Let's see what we got here. Some jank cards. Maybe a few additions to my draft cube. We'll see. And our rare for this pack is Bandog. Not exactly riveting so far, but we have many packs to go. Next pack, here we come. Just cut out this part. Hey there, card gamers. I'm the Lucky Carter, and this is a vintage pack opening video. Today I'm opening a few super rare old packs I snagged at a garage sale. I've got four packs of Inscription. You would not believe the deal I got on these. Now, not all of you will even remember this game. I'm barely old enough to have seen these going around in my childhood. For whatever reason, they only did one set of these cards and then stopped printing them. There's not a huge market for them anymore, but at the rate I got them for, there's not really much to lose. That being said, a foil Mantis God goes for a couple hundred bucks, so fingers crossed. Really cool art on these. Definitely stands the test of time. And our rare for this pack is Blue Mage. Cool looking card, but not going to be worth very much. All right. Let's see what we got going on in the second pack. This pack has been opened and resealed. Hope no one snuck the rare out of it. That would suck. Come on, people, honestly. Who opens and reseals a pack? Yeah. There's a set of coordinates on this card. Looks like they were drawn on with a pen. 49 degrees north, 123 degrees west. I think I'd have to check, but I think that's pretty nearby. All right, you guys, I'm out here living my best life. Got my trusty headlamp and shovel. Always come prepared, kids. Whew. Nach einer Headlamp sieht es aber nicht aus, aber gut. Ja. Okay. Whew. Getting close, I think. Assuming there is a thing to get close to. This very well may be a massive waste of. All right. That's why you always bring an extra battery, boys and girls. Every time. You gotta come prepared. Okay. All right. This is it. And now we dig. Interessante Grabtechnik. I give a 75% chance it's a rock, but only one way to find out. What the fuck? Is that? Oh my god, you guys, I can't believe it. There's actually something here.
What? What the fuck? Guys, are you seeing this? I'm a little confused. Okay, 11 bucks. Cheaper than a foil steam ball, really. Alright. Fine. Wow, great video! Okay, time to figure out what's on this thing. Dass dieses Diskettenspiel überhaupt schon Maus-Support hat, nicht schlecht. So, der erste kleine Plot-Twist im Grunde. Wenn man das Spiel schon ein bisschen länger spielt, bevor man den ersten Boss wirklich schafft, kann man das schon erahnen, aber wir haben die ganze Zeit dieses seltsame Diskettenspiel gespielt, das der Kerl da im Wald ausgegraben hat und das es eigentlich gar nicht geben sollte. Ich feiere nicht oft und mache selten Geschenke. Doch du, Herausforderin, du bist würdig. Keine falsche Höflichkeit, bitte hau rein. Stimmt was nicht? Dein Preis wartet. Nun gut, komm mit mir. Stell dich genau dorthin. Kamera nehmen. Film rein. Wer hat dir das gegeben? Du bist sowas von undankbar. Gib es zurück. Jetzt haben wir ihn fotografiert und ihn zu einer Karte gemacht. Was wir hier gerade aufgehoben haben. War. Das neue Spiel. Das ist ziemlich cool, oder? Am Anfang konnten wir das Spiel ja nur fortsetzen. Und jetzt können wir ein neues Spiel starten, was man von Anfang an nicht kann. Am Anfang kannte die Welt keine Karten. Das heißt, bis zu dem Tag, als die Wahrschreiber ankamen. Jeder hatte seine eigene Methode der Wahrschreibung, mit der er Karten erstellte. Gromora verwendete ihre Schreibfeder, um die Grabinschriften der Toten zu verfassen. Leishi verwendete die Wildtierkamera, um Bestien einzufangen. P03 verwendete einen Partikelscanner, um die Zentraleinheit von Robotern zu kopieren. Und Magnificus verwendete seinen Pinsel, um seine Zauberschüler zu malen. Nach der Erstellung der Karten hatten die Wahrschreiber ihre Macht gefestigt. Bis eines Tages eine Herausforderin erschien, um einen der Wahrschreiber zu ersetzen.
Wähle ein Startdeck, um deinen Wunsch zu unterstreichen. Dein Wunsch ist es, Leshy zu ersetzen und zur Wahrschreiberin der Bestien zu werden? Schauen wir uns mal die anderen an. Dein Wunsch ist es, Grimora zu ersetzen und zur Wahrschreiberin der Toten zu werden? Dein Wunsch ist es, P03 zu ersetzen und zur Wahrschreiberin der Technik zu werden? Oder dein Wunsch ist es, Magnificus zu ersetzen und der Wahrschreiber der Magie zu werden? Ich würde sagen, ich nehme jetzt niemanden. Denn für heute machen wir jetzt auch schon wieder Schluss. Und ich finde, das ist ein sehr guter Moment, um mit dem Spiel aufzuhören. Denn die meisten von euch werden sich jetzt wahrscheinlich denken, what the fuck ist jetzt eigentlich los? Und das ist das Schöne, weil das Spiel macht genau das noch gut 3-4 Mal von dieser Stelle an. Ich kann euch sagen, dass das Spiel jetzt eine sehr andere Wendung nimmt. Aber mehr will ich jetzt erstmal nicht verraten, weil jetzt verabschiede ich mich erstmal von allen, die das gerne noch selber spielen wollen, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Und will die gar nicht jetzt zu sehr irgendwie hier noch in die Tiefen des Spiels verwickeln. Und sage einfach mal Tschüss zu euch. Macht jetzt am besten aus, macht den Stream aus oder das YouTube-Video, wenn ihr es da guckt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao. Macht's gut. Und für alle, die jetzt noch da sind, was gerade passiert ist, ist, dass wir im Grunde jetzt ein neues Spiel quasi gestartet haben und jetzt die Vorgeschichte von dem Spielen, was in der Hütte mit diesem Pflanzenkerl Leshy, wie wir jetzt wissen, vorgefallen ist. Und wir erfahren jetzt eben, dass er einer der 4 Wahrschreiber war und diese ganze Spielmechanik mit den Tieren, die man beschwören kann und die man opfern muss und so weiter, das ist quasi nur ein Viertel der Spielmechaniken in dem Spiel. Das ist die Technik von Leshys Deck, von Leshys Karten. Es gibt aber noch 3 andere Wahrschreiber, die alle mit ihrem eigenen Regelwerk daherkommen. Und was in diesem Spielabschnitt jetzt passiert, ist, dass so eine Art Pokémon draus wird. Wir laufen durch die Welt, spielen gegen andere Kartenspieler und sammeln Karten für unser Deck, das wir uns hier auswählen, kann man auch durchwechseln jederzeit dann, und stellen uns quasi den 4 Wahrschreibern und lernen die kennen und lernen vor allem auch, dass die anderen 3 Wahrschreiber, der verkrüppelte Wolf, der Stinkkäfer und der Marder da waren, die Leshy quasi alle in seinen Fotos gefangen hat. Er ist quasi der letzte der ursprünglichen Wahrschreiber, der übrig ist. Und hier können wir viel über die Vorgeschichte von denen erfahren. Wenn man den Teil dann gemeistert hat, kriegt man es tatsächlich nochmal mit den anderen 3 Wahrschreibern zu tun. Und wir erfahren auch, dass Leshy bei weitem nicht der Schlimmste von den 4 ist. Ganz im Gegenteil, P03 ist der wahre Bösewicht, aber das entfaltet sich erst noch. Und die einzige Möglichkeit, wie wir eine schreckliche Katastrophe verhindern können, ist, dass wir das Spiel, das wir gerade spielen, ein für alle Mal löschen. Und darum geht's dann quasi im letzten Teil des Spiels. Wir müssen das Spiel vernichten, bevor es auf alle unsere Daten zugreift und alle Daten im ganzen Internet sammelt und die Welt übernimmt, die Weltherrschaft übernimmt. Und dabei macht das Spiel noch ein paar super coole und clevere Sachen. Zum Beispiel gibt es eine Passage, in der es auf deine Dateien zugreift. Und zwar in Wirklichkeit die echten Dateien auf deinem Computer. Und du musst dann besonders alte Dateien aus deinem Festplattengewirr rauskramen. Je älter, desto besser, damit das eine mächtige Karte wird. Oder eben auch je größer, desto besser. Aber das Spiel sagt dir, wenn du jetzt aber verlierst, wenn diese Karte zerstört wird, dann lösche ich die Datei für immer. Ich glaube, das macht das Spiel nicht wirklich, aber es ist trotzdem super witzig. Und an einer Passage kommen deine Steam-Freunde, deine Steam-Friendlist erscheint als Karten auf der Bildfläche, um gegen dich zu kämpfen und. Das Spiel macht noch sehr, sehr viel. Ich persönlich muss sagen, der erste Teil in der Hütte, den wir super schnell geschafft haben, das hätte ich echt nicht gedacht, das ging jetzt wirklich turboschnell. Also wenn man das nochmal spielt, wenn man das zum ersten Mal spielt, wird man mehr Anläufe brauchen. Das ist der spielerisch und auch von der Stimmung her der beste Part des Spiels. Aber ab hier jetzt diese Story zu ergründen und eben noch über die ein oder andere sehr coole Idee zu stolpern, macht auch wirklich sehr viel Spaß.
Aber das sollte jetzt erstmal gewesen sein. Für uns. Man könnte vielleicht noch einen ganz kurzen Blick ins Finale werfen. Ich werde es nicht durchspielen jetzt. Ich will euch nur eine Sache zeigen, die ich nochmal sehr lustig fand. Wenn wir schon im Spoiler-Part sind. Weil ganz, ganz am Schluss, der letzte Kampf ist wirklich lustig. Moment mal, bin ich hier richtig? Das kommt mir gerade komisch vor. Du hast es geschafft, nett, toll gemacht. Du hast die große Transzendenz für mich vorbereitet. Ohne überhaupt zu wissen, was das ist. Doch jetzt verstehst du es, stimmt's? Stimmt's, Luke? Ich dachte, das startet später. Ich überspringe das jetzt mal schnell. Weil ich zu einem ganz gewissen Part will. Ach, wartet. Ich glaube, das dauert jetzt alles viel länger, als ich dachte. Oder? Ich dachte, ich kann jetzt gleich zum allerletzten Kampf, aber das ist gar nicht so. Nee, nee. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Ich kann mich gerade nicht rausescapen. Ich mache das jetzt so, weil da... Das will ich jetzt nicht machen. Das muss jeder selber spielen, sollte auch jeder selber spielen. Das Ende ist dann nochmal sehr cool. Aber das machen wir jetzt nicht alles. Ich dachte, ich kann direkt in den letzten Kampf einsteigen. Hat nicht geklappt, ist egal. Na gut, Leute, dann vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zusehen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, wir sehen uns dieses Jahr nicht mehr. Im Januar mache ich, wie gesagt, Urlaub, da gibt es auch keine Streams. Ich werde aber auf den Landsquid Birdrider Let's Play-Kanal dafür mal wieder ein paar Let's Plays hochladen als Stream-Ersatz. Wir werden Disco Elysium mal weiterspielen, unbedingt. Und vielleicht noch ein paar andere Sachen, die ich euch schon länger mal zeigen wollte. Und dann sehen wir uns im Februar wieder live. Erst, was ist denn der erste Dienstag im Februar? Der erste, ach guckt, am 1. Februar ist schon wieder Streamstag. Na dann, schön, bis dann. Macht's gut, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao.